im Jahre 58 vor Christus. Im Elsass treffen Ariovist, der Heerführer der germanischen Sweben, und Cäsar aufeinander. Der Germane sucht Land für sein Volk in Gallien, dem heutigen Frankreich. Damit kommt Ariovist in Konflikt mit dem römischen Weltreich. Cäsar und Ariovist haben das Treffen vereinbart, um Streitigkeiten beizulegen. Cäsar berichtet im Gallischen Krieg über seine Begegnung mit den Germanen. Rom schenkt euch den Titel König und Freund. Ihr solltet nicht zögern, euren Dank abzustatten, indem ihr keine weiteren Germanen über den Rhein nach Gallien führt. Zweitens fordere Sollte mir Roms Freundschaft nicht Vorteile und Schutz, sondern nur Nachteile bringen, kann ich sie gerne entbehren. Ich fordere von euch, dass ihr keinen der mit Rom befreundeten gallischen Stämme angreift. Ich bin nicht hier, um irgendjemand anzugreifen, sondern weil ein Stamm Gallier mich um Hilfe bat. Nun aber bin ich hier und frage Cäsar, was er in meinem Land zu suchen hat. Wie mir wohl kaum erlaubt ist, in römisches Gebiet einzubrechen, so seid ihr mit euren Legionen wohl kaum berechtigt, mich in meinem Recht zu behindern. Roms Ansprüche auf Gallien sind alt und wohlberechtigt. Im Übrigen vertrete ich hier die Entscheidung des Senats, dass Gallien frei und unabhängig sein soll. Nun, dann kommt. Ihr werdet merken, was unbesiegte Sweben völlig in den Waffen geübt und während 14 Jahre ohne Dach über dem Kopf im Kampfe taugen. Wer waren diese Barbaren, wie die Römer die Germanen abfällig nannten? Die Heimat der Germanen lag im nordischen Kreis. Er umfasste Südschweden, Dänemark, Ostniedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg. Zu den Frühgermanen gehörten vor allem Goten, Vandalen, Burgunder und Langobarden. Etwa ab 1800 vor Christus spricht man von der nordischen Bronzezeit. Man kann die Völkergruppe der Germanen identifizieren, das heißt vor allem von ihren südlichen Nachbarn, den Kelten, unterscheiden. Im Nordwesten Jütlands in Dänemark stößt man auf erste Spuren bronzezeitlichen Germanentums. Hier liegt die Heide von Ytby. In diesem Gebiet gibt es 40 bis 50 Grabhügel aus der älteren Bronzezeit. Sie sind 3800 Jahre alt. Diese Grabhügel bergen Eichenbaumsärge, in denen die Germanen der Bronzezeit ihre Toten zur letzten Ruhe betteten. Vor 3500 Jahren wurde diese Frau in einem Baumsarg bestattet. Der Sarg mit der Leiche wurde über Jahrtausende erhalten, sodass man sich heute ein Bild von der Bekleidung der Germanen in der Bronzezeit machen kann. So etwa muss man sich eine Baumsargbestattung vorstellen. Die Kleidung des germanischen Mannes bestand aus einer Wollmütze, einem durch Fibeln gehaltenen Umhang und einem kurzen, eng anliegenden Kittel mit einem Hüftgürtel. Hosen kannte man noch nicht. An den Füßen trug man Fußlappen oder Lederschuhe. Neben kurzen Speeren und Äxten, von denen nur die aus Bronze gefertigten Klingen bis heute erhalten geblieben sind, diente vor allem das kunstvoll gearbeitete Schwert als Waffe. Das Griffzungenschwert der Germanen war zweischneidig und hatte keine Parierstange, da es nicht als Hieb, sondern als Stichwaffe benutzt wurde. Die reich verzierte Holzscheide hing an einem Lederriemen von der Schulter herab. Der zweischneidige Bronzedolch gehörte einer Frau. Er war Zeichen ihrer Würde.
Das Rasiermesser des Mannes wurde in einer Holzschachtel aufbewahrt. Schiffsdarstellungen, den Weltenbaum oder die Irminsul, findet man häufig als Verzierung germanischer Rasiermesser. Neben dem Rasiermesser benutzten die Männer auch Pinzetten. Die Kämme wurden aus Bronze gegossen. Zur Kleidung der Frau gehörte ein langer, faltenreicher Rock, der über der Hüfte von einem Gürtel gehalten wurde. Den Gürtel schloss man mit einer großen, prachtvoll verzierten Scheibe. Halsringe, Armringe und Gürtelscheiben. Der Schmuck der Germanenfrauen. Die Fibeln hielten die Kleidung zusammen. Schmuck, aber auch Gebrauchsgegenstände wurden reich mit Ornamenten verziert, aus Gold hergestellt. Der Schmuck, den die vornehme Germanenfrau trug, wog manchmal bis zu einem Kilo. Die Kleidung des Mädchens bestand aus einer leichten Wollbluse. Der Schnurrock wurde durch einen Gürtel mit Gürtelscheibe gehalten. Im Gegensatz zum langen Rock der Frau endete der Rock des Mädchens über dem Knie. Auch weibliche Götterdarstellungen aus Bronze zeigen den Schnurrock. Dieses Haus einer germanischen Familie der Bronzezeit wurde aufgrund von Ausgrabungen sorgfältig rekonstruiert. Das Loch am Dachgiebel diente als Rauchabzug. Zu den wichtigsten Arbeitsgeräten der Hausfrau zählte der senkrechte Gewichtswebstuhl. Die zu Bündeln zusammengefassten Webfäden wurden mit steinernen Webgewichten straff gehalten. Der Klappstuhl aus Holz und Leder stammt ebenfalls aus der germanischen Bronzezeit. Die Enden der Holme wurden mit Bronze verziert. Das Spinnen und Weben gehörte, wie das Zubereiten der Mahlzeiten, zu den täglichen Beschäftigungen der Germanenfrau. Bronze, eine Verbindung aus Kupfer und Zinn, wurde in Formen gegossen. Mit den fertigen Waren zogen Händler übers Land. Der zweispännige Streitwagen diente dem sportlichen Wettkampf. Das Meer betrachteten die Germanen von frühester Zeit an als Handelsstraße. Ihre bronzezeitlichen Schiffe kannten keinen Unterschied zwischen Bug und Heck. Das alltägliche Leben und die Mythologie wurden in Felszeichnungen festgehalten.
Auf 1200 Felsflächen mit den unterschiedlichsten Zeichnungen weist Wittlücke in Südschweden die größte Ansammlung in Stein geritzter und gemalter Darstellungen auf. Man findet solche Felsenbilder von Norddeutschland bis Südnorwegen. Die ersten Zeichnungen stammen noch aus der Steinzeit und sind 3000 bis 4000 Jahre alt. Die meisten Darstellungen sind religiösen Inhalts und ermöglichen einen Einblick in die Sagen- und Götterwelt der Germanen. Man findet neben Götter- und kultischen Schiffsdarstellungen immer wieder Beispiele für die Sonnenverehrung. Für die Bauern beschworen die Bilder der Sonne die Fruchtbarkeit der Felder und symbolisierten die Jahreszeiten. Bernstein. Das Gold des Nordens war zur Herstellung von Schmuck sehr begehrt und diente den Germanen als wichtiger Handelsartikel, der seinen Weg bis weit in den Süden fand. Schon in der Steinzeit wurden den Göttern Opfer in heiligen Mooren gebracht. In der Bronzezeit versenkte man Waffen und Schmuckstücke. Auch dieser Sonnenwagen von Trondholm, der vor 3300 Jahren in einem Moor in Jütland versenkt wurde, war eine Opfergabe. Die vergoldete und mit Spiralen verzierte Scheibe stellt die Sonne dar. Zu festgelegten Jahreszeiten, zur Sonnenwende und zum Erntedankfest, zog ein von Lurenbläsern angeführter und von Priestern begleiteter Umgang über die Felder. Eine große, die Sonne symbolisierende Scheibe von Pferden gezogen, sollte Fruchtbarkeit für das nächste Jahr bewirken. Etwa um 1000 vor Christus wurde die Grabhügelbestattung von der Urnenbestattung abgelöst, die in der jüngeren Bronzezeit 500 Jahre lang üblich war. Häufig finden sich solche in Ton gebrannte Gesichtsurnen. Man nimmt an, dass damit entweder die Toten porträtiert oder böse Geister abgeschreckt werden sollten. Gehörnte Bronzehelme dienten den germanischen Priestern nur zu kultischen Zwecken. Auch dieses kaum 10 cm große Bronzefigürchen stellt keinen Menschen, sondern einen Gott dar. Luren wurden aus einem Stück gegossen. Man kann sie als Meisterwerke germanischer Bronzekunst bezeichnen. Sie wurden stets paarweise gefunden. Man nimmt an, dass sie bei sakralen Handlungen verwandt wurden. Goldschalen als Opfergaben für die Götter. In den heiligen Mooren haben sich diese über 3000 Jahre alten Goldgefäße aus der jüngeren Bronzezeit, die in Norddeutschland hergestellt wurden, bis heute erhalten. In immer neuer Variation findet man Spiralen als Verzierung der Gefäße. Als Symbol für den Lauf der Sonne vom Jahresbeginn bis zum Jahresende. Die Sonne spielte bei den Germanen eine überragende Rolle als Fruchtbringerin, als Lebensspenderin und als Kalender. In stilisierter Form diente sie als Schmuck der goldenen Becher und Schalen.
Die Bronzezeit war eine Epoche des Friedens und Wohlstandes. Die Menschen kannten weder Hunger noch Not. Trotz der einfachen Bodenbewirtschaftung gaben die Felder dank des milden Klimas genug her für alle. Im 9. und 8. Jahrhundert vor Christus änderte sich das Klima. In der Eisenzeit wurde es im Norden kälter und feuchter. Die Germanenstämme setzten sich in Bewegung. Bis 200 vor Christus erreichten sie im Osten die untere Weichsel und nahmen fast das gesamte Land vom Niederrhein bis zur Oder und zur Weichsel in Besitz. Also vor allem das Gebiet, das man 1000 Jahre später Deutschland nannte. Vierzig Kilometer westlich von Kopenhagen liegt der kleine Ort Lejre. Hier haben dänische Wissenschaftler auf einer 20 Hektar großen Feld- und Waldfläche ein Forschungszentrum errichtet. In Lejre wird nach neuestem Kenntnisstand der Wissenschaft eisenzeitliches Leben rekonstruiert und so ein Einblick in die Zeit vor 2000 Jahren ermöglicht. Hier soll herausgefunden werden, wie die Germanen in der frühen Eisenzeit lebten, also in der Epoche von 500 vor bis 400 nach Christus. Die Häuser des Eisenzeitdorfes sind, wie ihre bronzezeitlichen Vorgänger, von Osten nach Westen ausgerichtet. Ein hoher Holzzaun rings um die Häuser soll schützen, aber auch das weidende Vieh daran hindern, die mit Stroh gedeckten Dächer anzuknabbern. Mensch und Tier leben gemeinsam unter einem Dach. Die Verschläge mit dem Vieh liegen stets nach Osten, während der Wohnteil mit der Feuerstelle nach Westen gerichtet ist. Im Winter macht die Wärme des Viehs die Temperatur in den Häusern für die Menschen erträglich. Hi. 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 Werkzeuge und Waffen werden vom Dorfschmied gefertigt. Er stellt sämtliche Gebrauchsgegenstände für die Dorfgemeinschaft her. Seit die Menschen die Eisenverarbeitung beherrschen, gibt es den Hammer. Der schmale Gang zwischen Wohn- und Stallbereich dient als Tenne. Das Getreide wird mit einem einfachen Holzknüppel gedroschen. Wie in einem Mörser wird das Korn mit einem Kilo schweren Stein gemahlen. Gut 3 Stunden braucht man zum Mahlen des Tagesbedarfs an grobem Schrotmehl für eine 6- bis 8-köpfige Familie. Wie in der Bronzezeit, so werden auch in der Eisenzeit die Kleidungsstücke auf dem senkrechten Gewichtswebstuhl angefertigt. Der zu großen Laiben verarbeitete Brotteig wird in einem außerhalb der Häuser gelegenen Holzkohleofen gebacken. Er wird von der ganzen Dorfgemeinschaft genutzt. Die Töpferin kennt noch keine Töpferscheibe. Von Hand werden die Gefäße und Gebrauchsgegenstände, wie beispielsweise Krüge zum Aufbewahren von Getreide, aus Ton geformt.
Die fertig geformte Tonware wird im holzbefeuerten Ofen gebrannt. Hier wird der Bedarf an Krügen und Gefäßen für das Dorf hergestellt. Der Brennofen ist wie der Backofen Gemeinschaftseigentum. Die fertig gebrannten Töpfe werden dem Brennofen entnommen und zum Abkühlen aufgestellt. Alle diese Töpfe weisen die typische um den Tontopf laufende Mäanderverzierung auf. Nach mehreren Stunden werden die Brotlaibe aus dem Ofen geholt und zum Auskühlen in eine Holzschale gelegt. Die beiden Ochsen, die hier das zum Pflügen notwendige Gespann angelegt bekommen, sind Rückzüchtungen. Rinder und Pferde waren gut ein Drittel kleiner als heutige Arten. Die gedrungenen, kräftigen Tiere eigneten sich für die schwere Arbeit auf dem Feld besonders gut. Zu den beschwerlichsten Arbeiten zählt das Bestellen des Feldes. Der Ertrag des Bodens war in der Eisenzeit mit ihrem rauen Klima erheblich gesunken. Der vom Ochsengespann gezogene hölzerne Hakenpflug ritzt den Ackerboden nur oberflächlich. Den Wendepflug, der die Furche bricht und so einen wesentlich höheren Ertrag ermöglicht, kannten die Germanen der Eisenzeit nicht. Das hier bestellte Feld hat die Größe von 750 Quadratmetern und erbringt Korn für 20 große Brotlaibe. 5000 Quadratmeter waren nötig, um einen Menschen ein Jahr lang mit Brot zu versorgen. Jenseits des Dorfes liegt das heilige Opfermoor. Wertvolles, aber auch alltägliches und im Krieg erbeutete Waffen wurden hier den Göttern geopfert. Das Pferd war das Tier Wotans, des höchsten Gottes der Germanen. Es galt als heilig. Bei einem feierlichen Pferdeopfer wurden Kopf, Beine und das Glied den Göttern dargebracht, das Fleisch verzehrt und die Pferdehaut am Moor auf Stangen aufgezogen. Diese beiden übermannsgroßen Götterfiguren aus Holz fand man in einem Moor bei Prag in der Gegend von Eutin in Schleswig-Holstein. Bis 500 vor Christus wurden diesem Götterpaar Opfergaben dargebracht, bevor die Figuren dann selbst im Moor versenkt wurden. In der Eisenzeit wurden nicht nur Tiere, Schmuck und Waffen in den heiligen Mooren versenkt, man opferte auch Menschen. Im Moor von Pjelskovdal, westlich von Silkeborg in Dänemark, fand man 1950 die am besten erhaltene Moorleiche. Vor 2200 Jahren wurde dort der Tollundmann im Moor versenkt. Der Mann, von dem lediglich der Kopf präpariert wurde, war 30 bis 40 Jahre alt. Nur mit einer Lederhaube bekleidet, wurde er nackt in Schlafstellung ins Moor gelegt. Zuvor war er offensichtlich erdrosselt worden. Jahre später als der Tollundmann wurde diese Frauenleiche, die Ellingfrau, im gleichen Moor versenkt. Auch sie wurde vorher erdrosselt.
Seit diesem Moorfund kennt man auch die Haartracht der germanischen Frauen. Diese Frisur verlangt eine Haarlänge von etwa einem Meter. Zunächst werden die Haare mit Ausnahme des Nackenhaares zu dreiadrigen Zöpfen geflochten. Die Zöpfe werden durch das Nackenhaar gehalten. Sie laufen in 7 Peitschen aus, die dann zu einem dreiadrigen Zopf verflochten, in 2 gewundenen Peitschen enden. Das Haar konnte als langer Zopf getragen oder aber am Hinterkopf verflochten und hochgebunden werden. Man braucht gut 20 Minuten, um das Haar so zu frisieren. Dieser bei Osterby im Kreis Eckernförde im Moor gefundene Schädel zeigt die typische Haartracht des Mannes, den Zwebenknoten. Diese Bezeichnung stammt vom römischen Geschichtsschreiber Tacitus, der diese Frisur dem Stamm der Sweben zuschrieb. Das Haar des Mannes wird an der rechten Kopfseite zusammengefasst und zu einem Knoten geflochten. Diesen Haarknoten findet man bei allen germanischen Stämmen. Nicht alle Opfer waren aus freien Stücken in den Tod gegangen. Ehebrecher und Verbrecher wurden geopfert, um die Vergebung der Götter zu erflehen. Im Moor von Nebelgard, nordöstlich von Silkeborg, entdeckte man die Leiche eines 30-jährigen Mannes. Im Jahre 310 nach Christus wurde der Grauballemann unbekleidet im Moor versenkt. Wie Tacitus berichtete, wurden Germanen, die sich der Feigheit, der Fahnenflucht, der Unzucht, also schwere Verbrechen schuldig gemacht hatten, mit Versenken im Moor bestraft. Beim Grauballemann deuten mehrere Knochenbrüche und die von einem Ohr bis zum anderen durchschnittene Kehle darauf hin, dass es sich um einen Verbrecher gehandelt haben könnte. Die Mode der Eisenzeit passte sich dem veränderten Klima an. Neben einem mit einer Fibel gehaltenen Mantel und einem Kittel mit Gürtel trug der Mann in der Eisenzeit auch Hosen. Dieses Kleidungsstück der Germanen hat bei den Römern größte Heiterkeit ausgelöst. Es gab kurze Hosen und Strumpfhosen. Die kunstvoll gearbeiteten Schuhe wurden aus Leder hergestellt. Die Frau trug ein mit Fibeln gehaltenes Kopftuch und einen knöchellangen Rock, der im Gegensatz zum bunt karierten Mantel des Mannes meist einfarbig war. Die Frauenkleider der Eisenzeit waren feiner gewebt als die der Bronzezeit. Bei den Lederschuhen gab es keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Eine Wollmütze konnte an die Stelle des Kopftuches treten. Die Germanen der Eisenzeit hatten ihre Kleidung den kühleren Temperaturen angepasst. Die Kleidung der Mädchen bestand aus einem Pelzumhang und einem kurzen Wollrock.
Eine besondere Form der germanischen Textilherstellung ist die Sprangtechnik. Sie steht bei den Germanen neben dem Weben am senkrechten Gewichtswebstuhl. Sprang stellt eine Kombination zwischen Weben und Häkeln dar. Die in einem Rahmen oben und unten befestigten Spannfäden werden miteinander verflochten. Die dabei entstehenden Muster werden mit Holzstäben fixiert. Jeder Flechtvorgang erzeugt gleichzeitig unten und oben das gewünschte Muster. Man muss für einen Stoff von 50 cm Länge lediglich 25 cm flechten. In der Mitte angekommen, brauchte die Frau nur die letzte Reihe zu vernähen und der Stoff war fertig. Der besondere Vorteil der Sprangtechnik ist, dass der so hergestellte Stoff äußerst elastisch ist. Er war daher sehr gut als Haarnetz für das lange Haar der Germanenfrau geeignet. Sprang- und Webtechnik konnten auch miteinander kombiniert werden. Das querliegende Stück Stoff ist in herkömmlicher Art mit dem Schiffchen gewebt. Der längsliegende Stoff wird in Sprangtechnik verarbeitet. Das Kopftuch trug die Frau über dem Haarnetz. Die Goldhörner von Gallehus in Dänemark. Die Originale wurden gestohlen. Diese Nachbildungen zweier um 400 nach Christus gefertigter prunkvoller Trinkhörner belegen den Reichtum der eisenzeitlichen Germanen. Beide Hörner bestehen aus einem inneren glatten Rohr, das von mehreren Ringen mit angelöteten und ziselierten Figuren umgeben ist. Die Figuren auf den Hörnern stellen vermutlich Götter dar. Der Kimbernstein in Himmerland im Nordosten Jütlands. Er soll an den Aufbruch der Kimbern erinnern. Vor 2100 Jahren begaben sich die Stämme der Kimbern und Teutonen auf die Suche nach neuen, fruchtbareren Feldern. In ihrer Heimat gab der Boden nicht mehr genug her. Bald sollten sie das römische Imperium in Angst und Schrecken versetzen. Die Inschrift auf diesem von den Dänen später gesetzten Stein lautet: Im Jahr 120 vor Christus wanderten die Kimbern aus diesem Gebiet aus. Bei mehreren Überschwemmungen der Nordsee verloren Kimbern und Teutonen einen Großteil ihrer Heimat. So begann im Norden Europas, lange vor der eigentlichen Völkerwanderung, der Auszug einzelner Germanenstämme. Das Land wurde nie völlig aufgegeben. Stets blieben Angehörige der Stämme zurück, um den Anspruch auf die Heimat aufrechterhalten zu können. Von Hunger und Landnot getrieben, zogen Kimbern und Teutonen nach Süden. Auf ihrer Suche nach Land zum Siedeln kamen sie in das Gebiet ihrer südlichen Nachbarn, der Kelten. Die Kelten, die noch 300 Jahre zuvor Rom in Angst und Schrecken versetzt hatten, standen auf verlorenem Posten. Im Gegensatz zu den Kelten entblößten die Germanen nur den Oberkörper vor der Schlacht. Kimbern, Teutonen und die Ambronen, die mit aufgebrochen waren, stießen auf die keltischen Boier. Sie wurden zunächst zurückgeworfen, kämpften sich aber schließlich durch und wanderten in die Heimat der keltischen Taurisker. Dort kamen sie 114 vor Christus an und siedelten vorübergehend im Gebiet zwischen Drau und Donau. Im Jahre 113 zogen die drei Stämme nach Nordwesten durch die Alpen und trafen zum ersten Mal auf die Legionen der Römer.
Als die Germanen erfuhren, dass die keltischen Taurisker unter römischem Schutz stünden, versprachen sie sofort abzuziehen, wenn man ihnen freies Ackerland zuwies. Konsul Carbo gab ihnen einen Führer mit, der den Germanen angeblich den Weg weisen sollte. Der römische Geschichtsschreiber Appianus berichtete: Carbo büßte seine Hinterlist mit schweren Verlusten. Vielleicht hätte er all seine Truppen verloren, wenn nicht während der Schlacht ein Unwetter mit Blitzen, Donnerschlägen und Finsternis hereingebrochen wäre, so dass die Barbaren den Kampf wegen dieser Zeichen des Himmels abbrachen. Die Römer flüchteten zersprengt in die Wälder und fanden sich erst am dritten Tag mit Mühe und Not wieder zusammen. Die Nachricht von der Niederlage versetzte das antike Rom in Angst und Schrecken. Kimbern, Teutonen und Ambronen hätten den Weg nach Süden fortsetzen und jederzeit die Hauptstadt der damaligen Welt einnehmen können. Rom und Italien lagen ungeschützt vor ihnen. Die Germanen aber zogen nicht nach Rom, sondern schickten auf Anraten des römischen Konsuls Junius Silanus eine Delegation an den Tiber, um sich an den römischen Senat mit der Bitte um Landzuteilung zu wenden. Die Vertreter der Kimbern, Teutonen und Ambronen wollten Land, keinen Krieg. Um sie aus römischem Interessengebiet herauszuhalten, riet man ihnen, sich nach Spanien zu wenden und dort zu siedeln. Und wieder stellten die Römer den Germanen eine Falle. Konsul Junius Silanus überfiel sie an der Rhone. Auch er wurde vernichtend geschlagen. 4 römische Legionen, etwa 24.000 Mann, wurden aufgerieben. 4 Jahre später trafen sie 105 vor Christus bei Arausio erneut auf die Römer. 120.000 Römer, ein ganzes Heer, blieben bei dieser Schlacht auf dem Feld. Wieder lag Rom ungeschützt da. Doch wieder zogen die Germanen nicht nach Italien. Der römische Diktator Gaius Marius führte daraufhin eine Heeresreform durch. Erst nach dem verstärkten Einsatz von Söldnern konnten es die Römer mit den Germanen aufnehmen. Die 3 Stämme hatten sich getrennt, sodass Marius sie schließlich in 2 Schlachten schlagen konnte. Die vereint marschierenden Teutonen und Ambronen besiegte er im Jahre 102 in Südfrankreich bei Aquae Sextiae. Ein Jahr später traf die nach Norditalien gewanderten Kimbern das gleiche Schicksal. Sie wurden bei Vercelle vernichtend geschlagen. In der Schlacht bei Aquae Sextiae standen nur 60.000 Teutonen und Ambronen mit einigen keltischen Bundesgenossen einem römischen Heer von 80.000 Mann gegenüber. Und ein Jahr später mussten 30.000 Kimbern gegen 52.000 Römer kämpfen. Beide Male gelang Marius mit seinem Söldnerheer, was seinen Vorgängern in den vorangegangenen Schlachten gegen alle 3 Germanenstämme nicht geglückt war. In 2 Vernichtungsschlachten wurden sie, die eigentlich nur Land zum Siedeln gesucht hatten, restlos aufgerieben. Nur wenigen gelang die Flucht. Einige 100 Germanen gerieten in Gefangenschaft und wurden in römische Sklaverei verschleppt. Die meisten der 90.000 Germanen fanden den Tod. ...43 Jahre später fand das Treffen zwischen Caesar und Ariovist statt. Im Jahre 58 vor Christus schlug der römische Feldherr die Truppen des Ariovist in einer blutigen Schlacht in der Nähe des heutigen Straßburg. Die Germanen zogen sich unter großen Verlusten auf das rechtsrheinische Ufer zurück. Caesar behielt das keltische Gallien fest im Griff. Ansonsten beschränkte er sich darauf, Roms Nordgrenzen gegen die Barbaren, wie man die Germanen am Tiber halb abfällig, halb ehrfürchtig nannte, zu sichern. ...55 vor Christus schlug Caesar bei Koblenz Usipeter und Tencterer. Sie hatten mit Caesar Verhandlungen über neue Wohnsitze angeknüpft. Während eines Waffenstillstandes ließ er die Abgesandten gefangen nehmen und ihre Stämme überfallen. Dieser schwere Rechtsbruch hatte ein Nachspiel im römischen Senat. Caesars innenpolitische Gegner forderten seine Auslieferung an die Germanen. Doch damit konnten sie sich bei der Mehrheit im Senat nicht durchsetzen.
Caesars Politik wurde abgesegnet. Unter der Führung Caesars überquerten die Römer in den Jahren 55 und 50 vor Christus den Rhein. Plündernd und brandschatzend zogen die römischen Legionen durch germanisches Gebiet an der Grenze, um die militärische Kraft Roms zu demonstrieren. Nie wieder sollten Germanen es wagen, sich der römischen Reichsgrenze am Rhein zu nähern. Die Germanen waren vor den römischen Söldnern in die Wälder geflohen. Nach dem Rückzug der Truppen Caesars konnten Männer, Frauen und Kinder zurückkehren und mit dem Wiederaufbau ihrer Dörfer beginnen. Der römische Feldherr Gaius Julius Caesar hatte in den Jahren 58 bis 51 vor Christus das keltische Gallien zwischen Pyrenäen und Rhein der römischen Herrschaft unterworfen. Damit war eines der reichsten Gebiete des westlichen Europa, das heutige Frankreich, zum römischen Weltreich gekommen. Gleichzeitig war der Rhein zum Grenzfluss zwischen den Stämmen des freien Germanien und dem römischen Weltreich geworden. Caesars Germanenpolitik beschränkte sich darauf, diese Grenzlinie zu halten. Überfälle auf rechtsrheinische Germanenstämme sollten römische Stärke und militärische Schlagkraft demonstrieren. Gaius Octavianus, der Adoptivsohn Julius Caesars, wurde im Jahre 31 vor Christus erster Kaiser des Römischen Reichs. Augustus, wie er sich nennen ließ, änderte die Politik gegenüber den Germanen. Ziel seiner aggressiven Politik war es, weite Teile des an das Römische Reich angrenzenden germanischen Territoriums zu erobern und Roms Grenzen bis zur Donau-March-Elbe-Linie vorzuschieben. Im Jahre 15 erreichte er die Donau. Sie wurde die Nordgrenze des Römischen Reiches. Claudius Drusus, der Stiefsohn des Augustus, wurde mit der Eroberung des Landes nördlich der alten Grenze beauftragt. Der römische Angriff richtete sich gegen Friesen, Sugambrer, Chauken, Cherusker, Katten und Markomannen. Mit Feuer und Schwert gingen die römischen Legionen gegen Männer, Frauen und Kinder vor. Die Landtruppen wurden von der römischen Flotte unterstützt. Von der Nordseeküste aus lieferte sie Nachschub und die nötige militärische Verstärkung. Die Germanen versuchten vergeblich, diesem kombinierten Angriff ihres übermächtigen Gegners zu widerstehen. Das römische Hauptlager Haltern bei Münster. Die Kastelle an der Lippe und im Taunus waren Lager der Besatzungstruppen und Stützpunkte für Feldzüge. Im Jahre 9 vor Christus stürzte Drusus vom Pferd und starb. Seine Nachfolge trat Tiberius an. Wie Drusus, Stiefsohn des Kaisers. Im Jahre 5 eroberte er das Gebiet zwischen Nordsee, Rhein, Main und Elbe. Als Provinz Germania war es fortan Teil des Römischen Reiches. Unter dem Druck der römischen Eroberungszüge war der Markomannenfürst Marbot mit seinem Stamm nach Böhmen gezogen und hatte dort die Boier vertrieben. In einer städtischen Siedlung, die er von den Boiern übernahm, errichtete Marbot seine Residenz. Marbot war es gelungen, andere germanische Stämme an Elbe, Saale und Oder mit seinem Markomannenreich zu verbünden. Damit war der Konflikt mit den Römern unvermeidlich.
Da Rom auch dieses Gebiet beanspruchte und keinen unabhängigen germanischen König dulden wollte, wurden die römischen Legionen in Marsch gesetzt. Doch plötzlich musste der Kaiser seinen Stiefsohn nach Pannonien in das heutige Ungarn beordern, wo ein Aufstand gegen die römische Besatzung ausgebrochen war. Marbots Reich war gerettet. Die ständigen Angriffe der Römer gegen die Germanen zwangen einige germanische Stämme zu Unterwerfungsverträgen. Als Föderaten mussten sie für das römische Heer Söldner, Speer und Legionäre stellen. Auch der im heutigen Niedersachsen siedelnde Stamm der Cherusker musste für sein Bündnis mit Rom Hilfstruppen stellen. Dennoch war das Gebiet der Cherusker mehrfach Angriffsziel römischer Legionen unter Drusus und Tiberius. Denn dort lag ein germanisches Heiligtum. Nach seiner Zerstörung mochte der Widerstand der übrigen germanischen Stämme leichter zu brechen sein. Einer der Führer der cheruskischen Söldner in römischen Diensten war der Fürstensohn Arminius. Sein germanischer Name ist nicht überliefert. Arminius hatte das Kriegshandwerk in Rom gelernt. Mit Bürgerrecht und Ritterwürde ausgezeichnet, kehrte er nach dem Tod seines Vaters im Jahre 7 in seine Heimat zurück, um die Führung der Cherusker zu übernehmen. Publius Quintilius Varus, Statthalter Roms in Germanien. Durch rücksichtslose Ausbeutung und die Einführung römischen Rechts provozierte er den germanischen Widerstand. Arminius hatte sich mit Varus zum Schein angefreundet. Insgeheim aber betrieb er einen Aufstand, um die Römer wieder außer Landes zu jagen. Dazu schien ihm ein dem Wotan geweihter Feiertag im Herbst am besten geeignet, da den Römern die dabei üblichen Menschenansammlungen nicht verdächtig vorkommen würden. Für seinen Plan gewann Arminius die Unterstützung der benachbarten Brukterer, Marser und Katten. Weiter suchte er Verbindung zu Marbot, der sich jedoch zurückhielt. Der Teutoburger Wald. Hier fand im Jahre 9 die Entscheidungsschlacht um die Freiheit der Germanen statt. Hierher lockte der 26-jährige Arminius den römischen Statthalter Varus mit seinen Legionen unter dem Vorwand eines drohenden Aufstandes. Drei Legionen, drei Reitergeschwader, sechs Kohorten, dazu der Tross. Ein riesiger Heerwurm von etwa 31.500 Mann Kampftruppen mit 13.000 Pferden und 3.300 fahrbaren Katapulten. Sie marschierten vom römischen Sommerlager an der Weser in den Teutoburger Wald. Vier Tage später sollte von diesem Heer außer ein paar Versprengten nichts mehr übrig sein. Den 31.500 Römern standen 20.000 germanische Krieger gegenüber. Arminius musste daher eine offene Feldschlacht vermeiden. Am ersten Marschtag der römischen Legionen griff der Cherusker daher noch nicht an. Am Mittag des zweiten Tages waren die Römer weit genug entfernt von ihrem stark befestigten Sommerlager. Das römische Heer zog sich mit einer Marschlänge von 25 Kilometern durch den dichten Wald.
ständig beobachtet von den Spähern der Germanen. Gegen Mittag des zweiten Marschtages griffen die Cherusker dann aus dem Hinterhalt an. In blitzartigen Überfällen verwickelten sie die Römer in kurze Gefechte, warfen ihre Speere, schossen mit Pfeil und Bogen, verwundeten oder töteten viele Legionäre. Dann verschwanden sie wieder im Dickicht. Die Römer erlitten bei diesen Angriffen schwere Verluste. Aber sie konnten den Gegner nie zur offenen Schlacht stellen. Ein plötzlich einsetzendes Gewitter verwandelte den Boden in Morast und machte den Römern die Verfolgung ihrer Gegner unmöglich. Durch die anhaltenden Überfälle erlitten die Römer auch am dritten Tag schwere Verluste. Der Rest des römischen Heeres wurde am vierten Tag auf dem Winfeld vernichtet. Es liegt in der Nähe der Externsteine, dem germanischen Heiligtum. Die passende Stelle für eine Entscheidungsschlacht, die als Gottesgericht angesehen wurde. Drei Legionen waren vernichtet. Varus stürzte sich in sein Schwert. Arminius und die Cherusker hatten mit ihren Verbündeten Rom an einem weiteren Vordringen nach Norden ein für allemal gehindert und die Freiheit der Germanen gesichert. Der Grabstein des in der Schlacht im Teutoburger Wald gefallenen römischen Hauptmanns Marcus Caelius zeugt von diesem Ereignis. Er diente in der vernichteten 18. Legion, während dieses Gepäckschild einem Soldaten der 19. Legion gehörte. Augustus soll über diese Niederlage so bestürzt gewesen sein, dass er immer wieder verzweifelt ausrief: Varus, gib mir die Legionen wieder. Der Kaiser beauftragte den Feldherrn Germanicus, die Niederlage des Varus zu rächen. In drei Feldzügen verwüsteten seine Legionen in den Jahren 14 bis 16 die Gebiete der mit den Cheruskern verbündeten Stämme. Wieder war es Arminius, der den Römern in drei Schlachten schwere Verluste beibrachte. Zuvor hatte Arminius versucht, auch seinen Bruder Flavus, der in römischen Diensten stand, für die germanische Sache zu gewinnen. An den Ufern der Weser trafen sich die Brüder zu einem Gespräch, das Tacitus überlieferte. Grüß dich, Bruder! Sag mal, seit wann ist dein Gesicht so entstellt? Schon seit ein paar Jahren! Noch im Kampf unter Tiberius habe ich das Auge verloren! Und, wie hat man dich belohnt? Mit Solderhöhung natürlich! Eine Ehrenkette, einem Kranz und anderen Tapferkeitsauszeichnungen! Billiger Lohn für eine bittere Knechtschaft! Knechtschaft? Bruder, ich gehe lediglich mit der Zeit! Darf ich dich an die Pflichten gegen das Vaterland erinnern? Die verblassen vor der Größe Roms. An die uralte Freiheit unseres Volkes. Sie hat keinen Bestand vor der Macht des Imperators. An unsere Götter. Sie sind nichts gegen die Götter Roms. Werde doch nicht an Verwandten, Nachbarn, an deinem ganzen Volk zum Abtrünnigen, Flavus. Werde doch lieber einer unserer Heerführer. Das wäre töricht. Du selbst kennst die schweren Strafen, die Rom den Besiegten auferlegt. Du kennst aber auch die Milde, die Rom an denen walten lässt, die sich freiwillig unterwerfen. Selbst meine Frau und mein Sohn werden wie ich von Rom gut behandelt. Denk an unsere Mutter, die sich meinen Bitten anschließt. Sei kein Verräter! Im Jahre 17 wurden auf Befehl des Kaisers Tiberius die Kämpfe gegen die Germanen eingestellt. Der Triumphzug des Germanicus.
Nach römischer Sitte zog Germanicus mit erbeutetem Gut und seinen Gefangenen unter dem Beifall der Massen durch die Straßen Roms. Unter Tiberius hatte sich die römische Germanenpolitik geändert. Nach den schweren Verlusten des Germanicus wollte man fortan die Germanen ihrer inneren Zwietracht überlassen. Germanicus führte Thusnelda, die Frau seines Gegners Arminius, im Triumph mit. Tacitus, von dem die ausführlichsten Berichte der Antike über das Leben und die Geschichte der germanischen Völkerschaften stammen, urteilte 100 Jahre später über den Cheruskerfürsten: Arminius war ohne Zweifel der Befreier Germaniens. In Einzelschlachten nicht immer erfolgreich, im Gesamtkrieg aber nie besiegt. Friesland. Die hier siedelnden Stämme waren mit den Römern durch einen Unterwerfungsvertrag verbunden. Als die römische Steuerschraube immer stärker angezogen wurde, entbrannten im Jahre 28 schwere, äußerst erbittert geführte Kämpfe. Die Friesen siegten. Der römische Geschichtsschreiber Tacitus: Seitdem hat der Name der Friesen unter den Germanen einen hellen Klang. Die Verluste der Römer waren so hoch, dass man sie der Öffentlichkeit verheimlichte. Es dauerte 50 Jahre, bis Rom im Jahre 83 in zwei Eroberungskriegen seine Grenze bis zum Westerwald, Taunus, Untermain, Neckar und zur oberen Donau vorschob. Die Römer errichteten die Grenzprovinzen Ober- und Untergermanien und sicherten das besetzte Gebiet durch den Bau des Limes. Ein befestigter und bewachter Grenzwall. Man unterschied den obergermanischen und den rätischen Limes. Zunächst bestand der Limes nur aus einem Postenweg und Holztürmen, die als Beobachtungsstationen dienten und miteinander in Sichtverbindung standen. In den Jahren 117 bis 138 begann unter Kaiser Hadrian der Ausbau des Limes. Der Kaiser in Siegerpose mit dem Fuß auf einem Germanen. Die Wachtürme wurden jetzt mit durchgehenden Holzpalisaden verbunden. Die Grenze sollte undurchlässig werden. Die Germanen sahen sich einer kilometerlangen Grenze in ihrem eigenen Land gegenüber. Sie trennte das freie Germanien vom Reich der Römer. Der Limes sollte die eroberten Gebiete gegen die Befreiungsversuche der Germanen sichern. Nach den Erfahrungen mit den germanischen Stämmen sollte der Limes den germanischen Drang nach Süden aufhalten. Im Lauf der Zeit wurden die Holztürme durch Steintürme ersetzt. Die Besatzungen der Wachtürme lebten in unmittelbarer Nähe des Limes in Lagern. Die im Taunus gelegene wiederaufgebaute Saalburg. Zunächst mit 120 bis 150 Mann besetzt, wurde sie erweitert, mehrmals umgebaut und schließlich mit 500 Mann belegt. Sie war eines von ungefähr 100 Limeskastellen und hatte eine mittlere Größe.
Die Porta Nigra, das schwarze Tor in Trier. Die Stadt der Treverer, von denen Trier seinen Namen hat, war die erste römische Stadtgründung auf germanischem Boden. Im Jahre 16 vor Christus, von Augustus gegründet, erhielt Trier eine feste Moselbrücke und als Amtssitz der Finanzbehörde für Gallien und Germanien Verwaltungsgebäude, Wohnungen und Tempel. Während der Limes die Grenze bildete, gab es im Hinterland römische Stadtgründungen wie Köln, Xanten, Mainz und Augsburg. Im Verlauf der nächsten Jahrhunderte wuchsen diese Städte. Trier wurde im 4. Jahrhundert sogar zur Residenzstadt des Römischen Reiches. Diese Basilika stammt aus der Zeit, in der diese Stadt Rom für 8 Jahre als Verwaltungszentrale des Weltreiches ablöste. Wie sah es im 2. Jahrhundert jenseits des römischen Limes im freien Germanien aus? Publius Cornelius Tacitus. In seiner Schrift Germania trug er alles zusammen, was er über die Barbaren wusste. Sie ist eine wichtige Quelle, freilich aus römischer Sicht. Ich selbst schließe mich der Meinung derer an, die glauben, dass die Stämme Germaniens in keiner Weise durch eheliche Verbindungen mit anderen Völkern verfälscht, ein eigenwüchsiges und vermischtes Volk von unvergleichlicher Eigenart sind. Diese Worte des Tacitus werden durch das Verhalten jener Germanen bestätigt, die große Reiche gründeten, es aber ablehnten, Einheimische zu heiraten. Die Großfamilie stellte die kleinste Zelle eines germanischen Stammes dar. Diese Hausgemeinschaft war patriarchalisch organisiert. Der Mann war das Familienoberhaupt, wenngleich die Frau sehr geachtet wurde. Sie erzog die Kinder, wobei zwischen denen der freigeborenen Germanen und denen der Knechte und Mägde nicht unterschieden wurde. Sie alle, Freie wie Knechte, lebten zusammen mit ihren Kindern in einer Hausgemeinschaft. Die wichtigste Einheit nach der Familie bildete die Sippe, die Gemeinschaft der Blutsverwandten, die ein Dorf bewohnte. Für das Rechts- und das Heerwesen, aber auch für Siedlung und Bewirtschaftung bildete die Verpflichtung gegenüber der Sippe die Grundlage. Gemeinschaftsaufgaben wie das Brotbacken und das Weben wurden im Sippenverband erledigt. Der Webstuhl war Sippeneigentum. Auch die Werkstätten gehörten der Sippe. Jeder Einzelne stellte seine Fähigkeiten der Gemeinschaft zur Verfügung. Die Sippe klärte Rechts- und Eheschutzfragen, bei deren Verletzung sie zur Blutrache verpflichtet war. Die Treue gegenüber der Sippe stand über der Treue der Eheleute. Im Krieg kämpften die Männer einer Sippe als geschlossene Einheit, begleitet, versorgt und im Kampf angefeuert von ihren Familienangehörigen. Mehrere Sippen bildeten einen Gau und mehrere Gaue den Stamm, der vom Nachbarn meist durch einen Streifen Niemandsland getrennt war. Die Ehe war stets ein Vertrag, der zwischen zwei Sippen geschlossen wurde. Der Bräutigam brachte die Mitgift den Eltern seiner Braut, die dann in das Haus des Mannes zog. Über die germanische Ehe berichtet Tacitus: Sie haben von der Ehe eine strenge Auffassung. Und es gibt keine Seite ihres sittlichen Lebens, die man mehr rühmen könnte. Sie sind mit einer einzigen Frau zufrieden. Nur sehr wenige bilden eine Ausnahme. Indessen nicht aus Sinnlichkeit, sondern wegen ihrer adligen Stellung. Die germanische Frau war ihrem Mann Lebens- und Schicksalsgefährtin, die sein Los in Krieg und Frieden teilte. Ehebruch des Mannes blieb ungeahndet.
uneheliche Kinder nahmen die gleiche Stellung wie die Ehelichen ein. Sie konnten sogar Fürst oder König werden. Die auf frischer Tat ertappte Ehebrecherin wurde von ihrem Mann aus Haus und Dorf gejagt. Von einer Todesstrafe für Ehebruch der Frau wird erst später berichtet. Im Fall einer Trennung der Eheleute musste der Brautpreis zurückbezahlt werden. Häufig waren solche Fälle nicht. In Friedenszeiten versorgte die Frau Haus und Hof. Sie war die Herrin im Haus, die Hüterin des Herdes. Thusnelda, die Gattin des Arminius. Als Idealgestalt einer germanischen Frau widmeten ihr die Römer diese Statue. Die Moorleiche von Windebü bei Eckernförde. Die junge Frau war zusammen mit einem Mann im Moor gefunden worden. Bevor sie getötet wurde, hatte man ihr das Haar geschoren. Das Aussehen dieses Mädchens ist mit den modernsten Methoden der Gerichtsmedizin rekonstruiert worden. Sie konnte ebenso gut eine Ehefrau gewesen sein, wie auch eine Priesterin oder Seherin. Tacitus berichtet: Ja, die Germanen meinen sogar, den Frauen sei eine gewisse Heiligkeit und seherische Gabe eigen. Und so verschmähen sie weder ihren Rat, noch verachten sie den erteilten Bescheid. Die Geschicke des Stammes wurden von der Volksversammlung, dem Ting, geleitet. Das Ting war eine Zusammenkunft aller freien Männer, in der jeder das Wort ergreifen und sein Anliegen vorbringen konnte. Es gab das Ungebotene, zu feststehenden Zeiten bei Neumond oder Vollmond, ohne Ladung abgehaltene, und das Gebotene, eigens einberufene Ting. Die Stätte war immer die gleiche, eine abgeschiedene Stelle im Freien, wo man den Göttern nahe war, um von ihnen Rat und Unterstützung zu erhalten. Die Teilnehmer mussten in Waffen erscheinen. Das Ting regelte Zwistigkeiten zwischen einzelnen Sippen, entschied über Krieg und Frieden und führte Verhandlungen mit anderen Stämmen. Es durften Anklagen vorgebracht und Prozesse auf Leben und Tod anhängig gemacht werden. Das Ting richtete über schwere Vergehen wie Friedensbruch, Landesverrat, Frevel gegen die Götter, Vertrags- und Eidbruch. Hier wurden Gaufürsten, Herzöge und Könige gewählt. Fand ein Antrag nicht die Zustimmung der Teilnehmer, so äußerten sie ihre Ablehnung durch lautes Muchen. Fand er hingegen ihren Beifall, so schlugen sie ihre Waffen aneinander. Die Beschlüsse eines Tings waren bindend für alle. Neben der Sippe und dem Stamm gab es die Gefolgschaft. Ein gemeinsamer Treueeid verband den Gefolgsherrn und sein Gefolge. Im Krieg zog man zusammen in die Schlacht und versuchte sich, wie Tacitus berichtet, gegenseitig an Tapferkeit zu übertreffen. Der im Kampf gefallene Held kam nach germanischer Vorstellung nach Walhall. Dort versammelte Wotan, der höchste Gott, die irdischen Krieger um sich. Die Gefolgschaft hielt ein Leben lang. Die Gefolgschaftstreue endete erst mit dem Tod. Der Germane kämpfte mit dem zweischneidigen Langschwert. Außerdem gab es auch das einschneidige Kurzschwert. Nicht jeder Krieger besaß diese Waffe, denn Eisen war knapp. Besonders geschickt waren die Germanen im Umgang mit der Steinschleuder. Pfeil und Bogen wurden bei der Jagd wie im Kampf verwandt. Am gebräuchlichsten war die Lanze, die Frame. Sie wurde im Nahkampf benutzt. Helme trugen nur wenige Germanen. Die kleinen Pferde wurden mit einem Sattel aus Holz und Leder geritten. Steigbügel kannten die Germanen nicht.
Die Römer trieben Handel mit dem germanischen Norden, der mit römischen Legionen nie in Berührung kam. Als Tauschware kamen römische Güter bis nach Skandinavien. Als Gegenleistung erhielten die Römer Pelze, Rinderhäute, Daunenfedern, Bernstein und germanisches Frauenhaar für Perücken. Wie in der jüngeren Bronzezeit war in der Eisenzeit die Feuerbestattung üblich. Auf einem meterhohen Holzstapel wurden die Toten in voller Kleidung und mit Waffen zur letzten Ruhe gebettet, verbrannt und schließlich in Urnen bestattet. Nach Tacitus verehrten die Germanen die Götter in heiligen Hainen. Die Germanen glauben, es sei mit der Hoheit der Götter unvereinbar, sie in feste Räume einzuschließen. Die Externsteine südlich von Detmold dienten den Germanen als Kultstätte. Hier kamen sie zusammen, um ihrem höchsten Gott, der im Norden Odin und im Süden Wotan genannt wurde, zu huldigen. Hier wurden ihnen die Orakel der Priester offenbart. Hier verkündeten die Seherinnen ihre Weissagungen. Hier wurden die zukünftigen Priester in die Geheimnisse germanischer Religion eingeführt. Die Externsteine, die schon seit der Jungsteinzeit Kultstätte gewesen sein müssen, stellten eines der Heiligtümer der Germanen dar. Sie waren zu Beginn des ersten Jahrhunderts mehrfach Angriffsziel der römischen Legionen. Unter dem Putz fand man zwei miteinander verbundene Runen. Zeichen für die germanische Verwendung. In den Hauptfelsen getrieben, diente diese Grotte den Priestern dazu, durch eines der Fenster zum Volk zu sprechen oder mit wenigen Eingeweihten ein heiliges Opfermahl zu bereiten. In diese Bodenvertiefung wurde die Opferschale aufgenommen. Unterhalb der Grotte befindet sich ein Steinsarg. Die Sarglegung war Bestandteil des Einweihungsritus für den angehenden Priester. Eine Vertiefung in der Wand sowie die abgenutzten Steinkanten des Sarges zeigen, dass dieser Platz lange genutzt wurde. Von Priestern, die den Steinsarg über eine kleine Treppe besteigen konnten, wurde der Weiheritus überwacht. Götterverehrung und Sonnenkult gehörten bei den Germanen eng zusammen. So war diese Sonnenwarte auf der Spitze der Externsteine auf die am Sommersonnenwendtag am 21. Juni aufgehende Sonne ausgerichtet. Noch über der Sonnenwarte stand auf der Spitze des größten Felsens in einer Vertiefung von 30 cm die Irminsul, eine 2,5 Meter hohe Holzsäule. Sie verkörpert die Weltesche Yggdrasil, die das Reich der Götter und der Menschen verbindet und das Weltall stützt. Die Edda, ein im 13. Jahrhundert verfasstes Götter- und Heldenepos, schildert aus späterer Sicht die bis dahin nur mündlich überlieferte Sagenwelt der Germanen. Darstellungen der germanischen Götterwelt finden sich auch auf Bildsteinen.
Wotan mit seinem achtbeinigen Rappen. Wotan ist der höchste Gott der Germanen. Ruhelos reitet er auf Sleipnir, begleitet von den beiden Wölfen Giri und Freki durch die Welt. Seine Raben Hugin und Munin bringen ihm die neuesten Nachrichten vom ganzen Erdenrund. Wotan, der sich für den Endkampf mit den Riesen und Unholden der Unterwelt rüsten muss, versammelt die irdischen Helden in Valhall um sich. Doch bei Ragnarök, der Götterdämmerung, fallen Götter und Menschen dem Weltuntergang zum Opfer. Frau Hel, die germanische Göttin des Todes, gab der Hölle ihren Namen. Ein germanischer Söldner in römischen Diensten. Auch fern ihrer Heimat versuchten die Germanen, ihren religiösen Vorstellungen treu zu bleiben. Im Mithraskult fanden viele Germanen eine neue Religion. Germanische Legionäre hatten diesen persischen Sonnenkult auf Feldzügen im Orient kennengelernt und übernommen. Mithras, der siegreiche Lichtgott, überwindet die als Stier dargestellte Macht der Finsternis. Die Vorstellung vom Sieg der Sonne über die Nacht, des Lichtes über die Finsternis und des Frühlings über den Winter konnten die Germanen mit ihrem Sonnenkult nahtlos verbinden. Das germanische, am Tag der Wintersonnenwende gefeierte Julfest markierte den Beginn des Sieges des Frühlings über den Winter, der hellen und fruchtbaren Jahreszeit über Kälte und Dunkelheit. Mithras, das war für den germanischen Söldner die unbesiegbare Sonne. Als Zeichen des Lichtgottes trug Mithras einen Strahlenkranz. Die ersten Germanen, die den römischen Limes durchbrachen, waren die Katten. Im Jahre 160 überwanden die aus Hessen kommenden Katten jenen Grenzzaun, der das römische Gebiet sichern sollte. Sie wurden nach harten Kämpfen zurückgedrängt. Doch nun begannen die germanischen Angriffe, die Rom den Untergang bringen sollten. Waren es bei Kimbern, Teutonen und Ambronen Naturkatastrophen wie Sturmfluten, bei denen Nordseeeinbrüche Teile ihres Landes unbewohnbar machten, die den Ausschlag gegeben hatten, auszuwandern, so trug das in der Eisenzeit allgemein schlechter werdende Klima dazu bei, dass sich auch andere Germanenstämme auf die Wanderschaft begaben. Der Kinderreichtum der Germanen ließ ihre angestammten Wohnsitze zu eng werden. Sie wandten sich nach Süden, Osten und Westen. Auf ihrer Suche nach neuem Land stießen sie zwangsläufig mit Rom zusammen. Og så tænkte jeg på, at nu kunne det være, at du skulle gå over og give mor noget vand. Så kan du tage koppen, og så gå over og give hende. Du må det godt gøre nu. Så rejs dig op og gør det. Das Leben im Norden war beschwerlich. Die Ausbeute eines Gerstenfeldes lag etwa bei einem Zehntel des heutigen Ernteertrages. Hinzu kam, dass ein solches Feld für jedes Jahr, in dem der Boden bestellt wurde, 5 oder manchmal mehr Jahre unbestellt bleiben musste. Komm, komm, komm. Ein 2,5 Hektar großes Feld mit Gerste konnte selbst bei gutem Boden gerade den Jahresbedarf eines Erwachsenen an Mehl decken. In einem Dorf mit 250 bis 300 Einwohnern brauchte man demnach 6 bis 7 Quadratkilometer Ackerland. Die immer schlechteren Ernten konnten schließlich nicht mehr alle Stammesangehörigen ernähren. Während ein Teil zu neuen Wohnsitzen aufbrach, war es den übrigen wieder möglich, mit den geringen Erträgen zu überleben. Die in Skandinavien siedelnden germanischen Stämme zogen über das Meer nach Deutschland und weiter nach Süden, Osten und Westen einer neuen Heimat entgegen.
In Rom betrachtete man diese Entwicklung mit Unbehagen. Die vorausgegangenen militärischen Zusammenstöße hatten Angst und Schrecken ausgelöst. Dabei sah man in den Germanen völlig zu Unrecht Konkurrenten, die Rom seinen universalen Herrschaftsanspruch streitig machen wollten. Niemand nahm die germanischen Bitten um Landzuweisung ernst. Und niemand in Rom ahnte, dass die eigenen Kräfte schließlich nicht mehr ausreichen würden, die germanischen Völker auf ihrer Suche nach Land zu halten und an einem weiteren Vordringen zu hindern. Der römische Kaiser und Feldherr Marc Aurel. In seiner Regierungszeit fiel in den Jahren 161 bis 180 der zweite Ansturm der Germanen gegen die römischen Grenzen. Mit seinen Legionen wehrte Marc Aurel den Angriff der germanischen Markomannen ab, denen es im Jahre 166 gelungen war, zusammen mit ihren Verbündeten den Limes an der Donau zu durchbrechen und bis zur Adria vorzudringen. Marc Aurel warf die Germanen zurück. Er ging im Jahre 180 zum Gegenangriff über und seine Legionen eroberten Böhmen. Auf der Piazza Colonna in Rom erinnert die 29 Meter hohe Marc-Aurel-Säule an die Kriegstaten des Kaisers. Die auf der Säule spiralförmig angebrachten Reliefs zeigen die Kämpfe Marc-Aurels gegen die Markomannen und die mit ihnen verbündeten germanischen Stämme. Diese Reliefbilder beschreiben den römischen Triumph über die barbarischen Eindringlinge, wie man sie in Rom nannte. Sie zeigen aber auch Aussehen und Bewaffnung der Germanen, eine wichtige Quelle der Wissenschaft. Gefangene Germanen vor Marc Aurel. Dem Kaiser war der endgültige Sieg nicht vergönnt. Im Jahre 180 erlag er im Feldlager vor Wien der Pest. Die Markomannen waren der völligen Vernichtung entgangen. In Rom errichtete man zum Andenken an die militärischen Erfolge Marc Aurels über die Germanen diesen Triumphbogen. Noch im selben Jahr schloss sein Sohn und Nachfolger Commodus mit den Germanen Frieden. Die alten Grenzen wurden wiederhergestellt. Als zur Zeit des Kaisers Caracalla im 3. Jahrhundert die Alamannen den Limes bedrohten, wurde die Grenze ausgebaut. Der rätische Limes erhielt anstelle der Holzpalisaden eine steinerne Mauer. Ein weiterer Versuch Roms, sich des Ansturms der germanischen Völker zu erwehren. Der obergermanische Limes wurde mit Graben und Wall ausgebaut. Doch dies alles sollte nichts mehr nützen. Jetzt, da Rom seine Grenzanlagen verstärkt hatte, konnten sie ihren Zweck nicht mehr erfüllen. Als die Alamannen im Jahre 260 den Limes durchbrachen, mussten die Römer ihre Grenze wieder auf die ursprüngliche Rhein-Donau-Linie zurücknehmen. Die Hunnen kommen. Am Ende des 4. Jahrhunderts veränderte der Einbruch dieses Reitervolkes die Landkarte Europas. Die Hunnen waren ein nomadisches Reitervolk, das im 2. Jahrhundert vor Christus ein großes Reich in der Mongolei gegründet hatte. Ein Teil der Hunnen drang im 4. Jahrhundert gegen Westen vor. Wer sich diesem Sturm entgegenstellte, war verloren. Er hatte nur die Wahl zwischen Unterwerfung oder Vernichtung.
Im Jahre 286, 100 Jahre vor dem Hunnensturm, war neben Rom Byzanz als zweite Hauptstadt getreten. 100 Jahre später zerfiel das römische Weltreich in einen westlichen Teil, der von Rom beherrscht, und in einen östlichen, der von Byzanz aus regiert wurde. Kaiser Konstantin I. ließ sich im Jahre 330 taufen und schuf so die Voraussetzung für den Aufstieg des Christentums zur Staatsreligion des Imperiums. Für die meisten germanischen Stämme, die an ihrem alten Glauben festhielten, trat neben den militärischen auch der religiöse Gegensatz. Der Konflikt zwischen der neuen Religion im Zeichen des Kreuzes und dem germanischen Götterglauben, symbolisiert durch die Irminsul. Gotland in Südschweden. Noch heute erinnern Städtenamen wie Göteborg an die Goten, die hier bis zum 1. Jahrhundert vor Christus siedelten. Das in der Eisenzeit unfreundlicher gewordene Klima, die schlechten Erträge der Felder sowie der Kinderreichtum zwangen einen großen Teil der Goten, die angestammte Heimat zu verlassen. Sie überquerten die Ostsee und landeten in der Danziger Bucht. Die schon aus der Bronzezeit von Felszeichnungen her bekannten Schiffe waren die Vorläufer der Kriegsruderschiffe der Goten. Sie konnten durch den aus der frühen Eisenzeit stammenden Fund von Hjörtsbring in Dänemark archäologisch belegt werden. Die Goten zogen von der Weichselmündung flussaufwärts und siedelten dort. In der Mitte des 2. Jahrhunderts verließ ein Teil dieses Gebiet. Der Weichsel entlang wandten sich die Goten nach Südosten. Erst im Raum zwischen Donau und Don kamen sie wieder zur Ruhe. Damals teilten sie sich in zwei Gruppen, in die Ostgoten und die Westgoten. Der Dniester bildete die Grenze. Der westgotische Bischof Wulfila übersetzte um das Jahr 369 die Bibel ins Gotische. Die Goten wurden im 4. Jahrhundert arianische Christen. Diese Lehre betont die Eigenständigkeit Christi. Wulfila lehrte die Goten das Vaterunser in ihrer Sprache. Atta unsa, suin himinam, vichnai namosin, quimai siu dinasus sins, versai vilja sins, svein himina, jachana erthai, chleif unserana sana sintina, gifuns himadaya, Jacha fleht uns satiskulan ziaima, svasve jachviv. Afletam saim skulam unsareim, jachni bringais uns in freis tupenjai. Atlosi uns afthama ubilin, undesina is siodangari, jach machs, jach uilthus in aiviens. Amen. Die wegen ihrer silberglänzenden Schrift Codex Argenteus genannte Bibelübersetzung stellt das wichtigste Sprachdenkmal der Goten dar. Dieses mit wertvollen Steinen besetzte Diadem der Goten stammt von der Krim. Besonders eindrucksvoll ist das Vogelkopfmotiv, das man auch bei anderen Schmuckstücken aus dieser Zeit findet. Auf der Krim hielten sich die Goten bis ins 16. Jahrhundert. Ihre Sprache, das Krimgotisch, wurde dort noch im 18. Jahrhundert gesprochen. Silberne Fibeln. Mit diesen schon bei den Germanen der Bronzezeit üblichen Gewandspangen wurden Umhänge und Mäntel zusammengehalten. Diese prachtvolle Gürtelschnalle zeigt wieder das Vogelkopfmotiv. Die beiden Gotenreiche bestanden rund 100 Jahre, als um das Jahr 375 die Hunnen nahten.
375 besiegten die Hunnen die Ostgoten unter Ermanarich. Diese Schlacht gilt als Beginn der Völkerwanderung. Vor dem hunnischen Druck wichen die Westgoten im Jahre 376 auf den Balkan aus. Fast der ganze Stamm mit über 200.000 Menschen brach in einem riesigen Wagentreck nach Südwesten auf. Nur ein kleiner Teil dieses germanischen Volkes blieb im Osten zurück. Kaiser Valens gab den Westgoten Land in Thrakien, im heutigen Bulgarien. Diese goldenen vogelförmigen Gewandspangen sind westgotische Arbeiten. Als Valens nach einem Jahr seinen Vertrag mit den Westgoten brach, erhoben sie sich und schlugen die Römer in der Schlacht von Adrianopel im Jahre 378 vernichtend. Theodosius I., der Nachfolger des gefallenen Kaisers Valens, musste die Westgoten als Bundesgenossen anerkennen. Er berief 381 das zweite ökumenische Konzil ein, auf dem die Theologie des Bischofs Athanasius zur verbindlichen christlichen Lehre erhoben wurde. Dieses in Byzanz abgehaltene Konzil schuf einen erneuten scharfen Gegensatz zwischen den athanasischen Römern und den arianischen Goten. 395 wurde Arkadios erster oströmischer Kaiser. Der Germane Stilicho übernahm die Regierungsgeschäfte in Rom. Er vertrat den noch unmündigen ersten weströmischen Kaiser Honorius. Das Reich war nun endgültig geteilt. Stilicho war mit Serena, einer Nichte des verstorbenen Kaisers Theodosius, verheiratet. Unter König Alarich zogen die Westgoten nach Mazedonien und Griechenland. Stilicho warf die 401 auch nach Italien eindringenden Goten wieder zurück. Als er immer mächtiger wurde, ließ ihn Kaiser Honorius im Jahre 408 enthaupten. Nun stieß Alarich mit seinen Westgoten wieder nach Italien vor und eroberte am 24. August 410 Rom. 3 Tage lang ließ er die unermesslich reiche Stadt plündern, befahl aber Kirchen und Kapellen zu schonen. Mangel an Lebensmitteln machten es den Westgoten unmöglich, Rom zu halten. Und so beschloss Alarich, Afrika, die Kornkammer des Römischen Reiches, zu erobern. Die Westgoten brachen nach Süden auf und nahmen zu ihrer Sicherheit Geiseln mit. Die prominenteste war Galla Placidia, eine Schwester des Kaisers. Auf dem Weg nach Afrika starb Alarich in Süditalien und wurde bei Cosenza beigesetzt. Alarichs Nachfolger, König Arthaulf, gab die Afrikapläne auf und führte die Westgoten nach Gallien. 418 wurde zwischen den Pyrenäen und der Garonne das Westgotenreich von Tolosa gegründet. Südnorwegen. Hier am Oslofjord lag die Heimat der germanischen Vandalen. Dieser Stamm zog von Südnorwegen nach Nordjütland, das heute noch den Namen Wendsyssel trägt. Kapskagen hieß früher Vandilskagi. Noch vor den Goten überquerten die Vandalen die Ostsee. Sie zogen die Oder entlang. Die Sillingen, einer der beiden vandalischen Stämme, gaben Schlesien den Namen. Der Druck der Hunnen veranlasste die Vandalen 406 zum Aufbruch nach Westen. Unterwegs blieben Teile des Stammes zurück. Als Wenden sind sie Jahrhunderte später an Elbe, Oder und Warthe nachzuweisen. Sweben, Alanen und Vandalen überschritten den Rhein, zogen durch Gallien und kamen 409 über die Pyrenäenpässe nach Spanien. Über die germanischen Eroberer berichtet der spanische Theologe Paulus Orosius. Die Barbaren, die ihre Schwerter verflucht haben die Pflugschar in die Hand genommen und hegen die übrigen Römer wie Bundesgenossen und Freunde. So dass unter diesen schon manche Römer gefunden werden, die lieber mitten unter den Barbaren arm, aber frei sein wollen, als unter den Römern infolge der Steuerlasten in dauernder Unruhe zu leben. Vandalen, Sweben und Alanen siedelten in Galizien und Andalusien, das von den Vandalen seinen Namen erhielt.
Nach Kämpfen mit den Westgoten setzte der Vandalenkönig Geiserich 428 mit 80.000 Vandalen von Andalusien über Gibraltar nach Nordafrika über. In einer strategischen Meisterleistung führte er die Vandalen durch Nordafrika, bis er im Jahre 439 Karthago erreichte. Dort gründete er ein Vandalenreich. Eines Tages soll eine Gesandtschaft aus der alten skandinavischen Heimat eingetroffen sein, um die Vandalen zu bitten, auf ihr Heimatrecht zu verzichten. Ein Recht, das nach Jahrhunderten immer noch galt. Sie wollten dem Wunsch schon nachgeben, aber ein alter Mann riet ihnen: Das Schicksal ist uns heute günstig, doch wissen wir nicht, wie es unseren Enkelkindern ergehen wird. Und da ist es gut, wenn sie wissen, wo sie eine Heimat haben. Mit ihrer Flotte befuhren die Vandalen das westliche Mittelmeer und eroberten Korsika, Sardinien, die Balearen und Teile Siziliens. Im Jahre 455 besetzte Geiserich Rom. Die Tibermetropole wurde ohne Kampf und ohne Blutvergießen genommen. Rom wurde von den Vandalen geplündert. Das entsprach den Kriegsregeln des Altertums. Der Vorwurf des Vandalismus haftet diesem Volk zu Unrecht an. Nach ihrem Sieg über die Ostgoten waren die Hunnen 386 weiter nach Westen vorgedrungen. Zahlreiche germanische Stämme kamen unter ihre Herrschaft. Unter ihrem König, den die Goten Väterchen, also Attila, nannten, erreichten die Hunnen den Höhepunkt ihrer Macht. Die Burgunder waren vor den Hunnen ebenfalls nach Westen ausgewichen und 406 an den Rhein gekommen. Dort errichteten sie bei Worms ein Königreich, das 30 Jahre später von einem hunnischen Aufgebot überfallen und vernichtet wurde. Diese historische Begebenheit wurde Jahrhunderte später im Nibelungenlied nacherzählt. . 451 überschritt Attila mit einem durch germanische Bundesgenossen verstärkten Heer den Rhein und marschierte nach Frankreich. Auf den katalonischen Feldern in der heutigen Champagne stellte sich den anstürmenden Hunnen das Heer des weströmischen Feldherrn Aetius entgegen. Seine römischen Legionen waren durch germanische Verbündete verstärkt. So kämpften Römer, Westgoten, Burgunder und Franken gegen Hunnen, Ostgoten und Gepiden. Nach erbittertem Ringen wurden die Hunnen geschlagen. Als Nachfolger des gefallenen Königs Theoderich hoben die Westgoten König Torismund auf den Schild. 453 wurde Attila von seiner germanischen Frau Ildiko in der Hochzeitsnacht umgebracht. Aus Ildiko wurde im Nibelungenlied Königin Kriemhild. Nach Attilas Tod zerfiel das Hunnenreich. 475 wurde Romulus Augustulus letzter weströmischer Kaiser. Als er seinen germanischen Söldnern die Bitte auf Landzuweisung verweigerte, setzte ihn Otto Aker, ein Germane in römischen Diensten, 476 ab und ließ sich zum König ausrufen. Die Ostgoten brachten dem Weströmischen Reich den endgültigen Untergang. Seit ihrer Befreiung von der hunnischen Herrschaft saßen sie als Bundesgenossen Ostroms in Ungarn. 488 beauftragte der byzantinische Kaiser Zeno, die Ostgoten Ottoaker anzugreifen und zu stürzen. Unter ihrem König Theoderich marschierten sie nach Westen, um Italien zu erobern. Allerdings nicht für Kaiser Zeno, sondern um ein gotisches Reich zu errichten. Mit den Ostgoten brach ein neuer Sturm über Italien herein. Thank you.
Verona. Hier trafen am Jahreswechsel 489-490 die Heere Otoakers und Theoderichs aufeinander. Odoaker wurde geschlagen. Er zog sich nach Ravenna zurück. Theoderich verfolgte ihn. Nach langen, schweren Kämpfen musste Odoaker 493 auch Ravenna aufgeben, das die Ostgoten 3 Jahre lang belagert hatten. Theoderich und Odoaker teilten sich fortan die Macht in Italien. Bei einem Gastmahl in Ravenna kam es zum Streit. Theoderich sprang auf und erstach Odoaker. Der Ostgotenkönig war jetzt Alleinherrscher Italiens. Zu dieser Zeit war Ravenna noch eine Hafenstadt. Die Ostgoten machten die Stadt zu ihrer Residenz. Der Hafen von Ravenna wurde zum Flottenstützpunkt für die Goten und Umschlagplatz für einen regen Handel. Mehr als 30 Jahre führte Theoderich ein weises und gerechtes Regiment. Der oströmische Geschichtsschreiber Prokop: Seine gewaltige Hand sorgte für Gerechtigkeit aller Wegen und war ein starker Schirm für Recht und Gesetz. Seine Weisheit und Tapferkeit waren gefürchtet und geehrt weit in die Runde. Obgleich es dem menschlichen Charakter zu widersprechen scheint, liebten und verehrten ihn tatsächlich Goten und Italiker ohne Unterschied. Theoderich der Große war die bedeutendste Gestalt der Völkerwanderungszeit. Seine Herrschaft brachte Italien für 3 Jahrzehnte den lang ersehnten Frieden. Theoderich errichtete eine mustergültige Verwaltung, er förderte die Künste und Wissenschaften, er baute viel und schuf eine zuverlässige Rechtsprechung. In seinem Staat herrschte strikte Trennung zwischen Goten und Italikern. Die Goten stellten das Heer und führten die Verwaltung. Dieses Monogramm Theoderichs erinnert ebenso an die Gotenherrschaft wie dieses Haus. Dieses Gebäude wurde lang für den Palast Theoderichs gehalten. Der Gotenkönig sorgte für Ackerbau, Verbesserung der Verkehrswege und die Trockenlegung der pontinischen und umbrischen Sümpfe. Theoderich der Große errichtete dieses Baptisterium für seine Goten, die dem arianischen Christentum anhingen. Sein Schutz gewährleistete, dass die von den Athanasiern bekämpften Arianer ihrem Glauben nachgehen konnten. Der Gegensatz bestand, wie man damals sagte, in einem einzigen Buchstaben, dem griechischen Jota, nämlich dem Unterschied zwischen Homoi Usios und Homo Usios. Die einen, die Athanasianer, behaupteten, Christus sei Gott wesensgleich, die Arianer, Christus sei Gott nur wesensähnlich. Die Hofkirche San Apollinare Nuovo ist eines der bedeutendsten Bauwerke, die Theoderich der Nachwelt hinterließ. Sie wurde zu Beginn des 6. Jahrhunderts fertiggestellt. San Apollinare Nuovo war ursprünglich völlig mit Mosaiken ausgelegt. Nach dem Ende der Gotenherrschaft wurden sämtliche Bilder von Persönlichkeiten des Königshofes zerstört. Alle biblischen Darstellungen blieben dagegen erhalten.
Ein Mosaik zeigt den Palast des Theoderich, der reich geschmückt und mit Marmorsäulen ausgestattet war. Diese römische Schale ist ein Teil des 1868 gefundenen Hildesheimer Silberschatzes. Es könnte sich bei diesem Schatz um einen Teil der Mitgift handeln, die Theoderich der Große seiner Nichte Amala Berga an den Thüringer Hof mitgab. Der Gotenkönig wollte die Thüringer in seinen Plan eines stämmeübergreifenden germanischen Bündnisses mit einbeziehen. Das von den Franken vernichtete Thüringerreich und das zähe Festhalten der Thüringer an ihrem germanischen Glauben könnten die historischen Ereignisse darstellen, die dann im Nibelungenlied erzählt wurden. Dann würde es sich beim Hildesheimer Silberschatz um einen Teil des sagenumwobenen Horts der Nibelungen handeln. Am 26. August 526 starb Theoderich der Große. Er ließ sich dieses zehneckige Grabmal errichten. Das Dach besteht aus einem einzigen Steinblock von 1 Meter Höhe und 11 Metern Durchmesser. Er wiegt an die 300 Tonnen. Das Grabmal sollte an die nordischen Hünengräber und die germanischen Vorfahren Theoderichs erinnern. Im Inneren des Grabmals befindet sich diese Wanne aus Porphyr, in der die sterblichen Überreste Theoderichs des Großen lagen. Nach dem Ende der gotischen Herrschaft wurde der Sarkophag von den Athanasianern aufgebrochen und der Leichnam geschändet. In der Zeit um 500 entstanden überall im ehemaligen weströmischen Reich germanische Königsherrschaften. Theoderichs Plan, sie durch die Bildung einer germanischen Föderation zusammenzufassen, scheiterte schließlich an den Franken. Ein Jahr nach Theoderichs Tod bestieg in Byzanz Justinian I. den oströmischen Thron. Er wollte die germanischen Königreiche nacheinander überfallen und vernichten und so das alte römische Reich wiederherstellen. 533 wurde der Vandalenkönig Gelimer geschlagen, die Vandalen fast völlig aufgerieben, alle Gefangenen getötet, Frauen und Kinder als Sklaven außer Landes gebracht. Gelimer konnte entkommen. Als er 534 gefangen genommen wurde, erbat er einen Schwamm, um seine Tränen zu trocknen, ein Stück Brot, das er so lange entbehrt hatte, und eine Harfe, um das Unglück seines Volkes zu besingen. Die Aurelianische Mauer. Mit dem Kampf um Rom begann 537 der Feldzug Ostroms gegen die Ostgoten. Ihr König Wittichis versuchte, die unter dem oströmischen Feldherrn Belisar in Italien gelandeten Byzantiner wieder zu vertreiben und Rom, wohin er sich zurückgezogen hatte, zu erobern. Immer wieder rannten die ostgotischen Truppen gegen die von Belisar verteidigte Aurelianische Mauer an. Ein fast 19 Kilometer langes, unüberwindliches Bollwerk. Der Ansturm der Goten, die mit 150.000 Mann angriffen, wurde unter schweren Verlusten für die Angreifer zurückgeschlagen. Wittichis legte einen Belagerungsring um die Stadt, um sie auszuhungern. Die Byzantiner und Römer verteidigten sich, indem sie von den Mauern der Stadt Statuen auf die angreifenden Goten schleuderten. Hunnische Bogenschützen in römischen Diensten brachten Wittichis Truppen die größten Verluste bei. Nach eigenen Angaben beklagten die Belagerer 30.000 Tote und mehr als 60.000 Verwundete. Dennoch hielt Wittichis die Belagerung ein Jahr lang aufrecht. Dann musste er unverrichteter Dinge abziehen. Nun griff Belisar an. Ein Jahr später hatte er Ravenna, die Hauptstadt, für den Kaiser Justinian erobert.
An ihn erinnern noch heute die Kirchen, die er dort bauen ließ, wie San Apollinare in Klasse. Wie dieses 100 Jahre zuvor für Galla Placidia erbaute Mausoleum zeigt, orientierte sich Justinian am Baustil der Goten. Eines der eindrucksvollsten Bauwerke in Ravenna, die Basilica San Vitale, war von König Theoderich begonnen worden. Justinian hat sie fertiggestellt und mit prächtigen Mosaiken ausgestattet. Das Bild an der linken Wand der Apsis zeigt Kaiser Justinian mit kirchlichen Würdenträgern. Dem Kaiser gegenüber wurde seine Gemahlin, Kaiserin Theodora, porträtiert, die durch ihren ausschweifenden Lebenswandel stets für Gesprächsstoff in Byzanz sorgte. Nach dem Verlust Ravennas gaben sich die Ostgoten aber noch nicht geschlagen. Die in San Vitale abgebildeten Söldner des oströmischen Kaisers, fast ausschließlich Germanen, mussten noch 14 Jahre gegen die Goten zu Felde ziehen. 541 wurde Totila zum König der Goten gewählt. Seine germanischen Krieger eroberten zwischen 542 und 550 außer Ravenna ganz Italien zurück. In 8 Jahren gelang es dieser überragenden Herrscherpersönlichkeit, den drohenden Untergang der Ostgoten abzuwenden. Sogar Totilas Einzug in Rom konnte dessen Gegner, der oströmische Feldherr Belisar, nicht verhindern. Obwohl Totila ständig im Kampf mit Ostrom lag, überraschte der junge König Freund und Feind durch seine Weisheit und Milde. Der oströmische Geschichtsschreiber Prokop überlieferte ein Schreiben Totilas an Justinian. Wir ersuchen dich, dass du die Segnungen des Friedens selbst anstreben und auch uns zugutekommen lassen möchtest. Hierfür haben wir als bestes Beispiel aus der Vergangenheit Theoderich vor Augen, der seine ganze Lebenszeit dem Frieden und seinen herrlichen Gaben widmete. Solltest auch du von solchem Willen beseelt sein, so könntest du mit Recht mein Vater heißen und künftighin an uns Bundesgenossen gegen jeden beliebigen Feind haben. Im Jahre 552 fiel Totila im Kampf gegen die Byzantiner. Am Vesuv fand die Entscheidungsschlacht zwischen den Goten unter ihrem neu gewählten König Thea und dem oströmischen Feldherrn Narses statt, der Belisar abgelöst hatte. Diesen Kampf zwischen den letzten Ostgoten und den Byzantinern hat Prokop als Augenzeuge beschrieben. Der Kampf begann am frühen Morgen. Allen sichtbar stand König Thea mit nur wenigen Mannen vor der Front, den Schild vor der Brust und den Speer hoch erhoben. Alle, die sich mutig zeigen wollten, und es waren derer sehr viele, richteten ihre Angriffe auf ihn, indem sie teils mit ihren Speeren nach ihm stießen, teils auf ihn schossen. Er aber fing sämtliche Speere auf, um dann selbst durch plötzliche Ausfälle viele Gegner niederzustrecken. So hatte er den dritten Teil des Tages ununterbrochen gekämpft, ohne dabei seinen Platz zu verlassen oder auch nur eines einzigen Fingers Breite zurückzuweichen. 8 Stunden verteidigte König Thea den schmalen Pass am Vesuv, bis ihm beim Austausch seines Schildes ein feindlicher Speer traf. Mit seinem Tod war das Schicksal der Ostgoten besiegelt. Den letzten Goten wurde freier Abzug gewährt.
Mit ihrem aufgebahrten Totenkönig Thea verließen die Ostgoten Italien. Die Sage berichtet von Wikingerschiffen, die sie in ihre skandinavische Heimat zurückbrachten. Nach dem Sieg über die Ostgoten richtete sich Justinians Augenmerk auf Spanien, das von den Westgoten beherrscht wurde. Die Goten hatten dort 534 das nach seiner Hauptstadt benannte Reich von Toledo gegründet. Erst im Jahre 711 eroberten die Araber dieses germanische Reich. In der Schlacht bei Jerez de la Frontera unterlag der letzte Westgotenkönig Roderich dem arabischen Feldherrn Tarik. Spanien wurde zu einer Provinz des Kalifats von Damaskus. Der arabische Einfluss jener Zeit ist besonders in der Architektur bis heute festzustellen. Südschweden mit der Insel Gotland war die Heimat der Langobarden. Auch dieser germanische Stamm war zu großen Teilen nach Süden aufgebrochen. Zunächst siedelten die Langbärte an der Unterelbe. Anfang des 4. Jahrhunderts wanderten sie nach Südosten und ließen sich in Niederösterreich und in der Tiefebene zwischen Donau und Theiß nieder. Im Jahre 546 übersiedelten sie nach Pannonien. 20 Jahre später brachen sie unter ihrem König Alboin nach Italien auf. Kampflos eroberten die Langobarden 568 die Poebene, die nach ihnen den Namen Lombardei erhielt. Die Stadt Pavia war damals eine Festung. 3 Jahre lang konnte sie den Angriffen der Germanen trotzen. Dann musste sie sich ergeben. Nach ihrer Einnahme erhob König Alboin sie zu seiner Hauptstadt. 200 Jahre war Pavia Zentrum der langobardischen Herrschaft. Der Langobardenkönig Agilulf und seine Frau Theodilinde. Im Dom zu Monza wurde die langobardische Geschichte während der Herrschaft Agilulfs und Theodilindes in großen Fresken verewigt. Theodilinde war zunächst mit Agilulfs Vorgänger Autari verheiratet. Nach dessen Tod heiratete sie Agilulf. Theodilinde veranlasste ihren Mann, vom arianischen zum athanasischen Christentum zu wechseln und sich taufen zu lassen. Die Langobarden folgten diesem Beispiel. Damit entfiel ein wesentlicher Gegensatz zwischen germanischen Eroberern und italischer Bevölkerung. Diese vergoldete Kupferplatte, die als Stirnblech eines Spangenhelms diente, zeigt den von 590 bis 615 regierenden König Agilulf, umgeben von seiner Wache, Siegesgöttinnen und Tributpflichtigen. Auf diesem Relief lassen sich neben christlichen auch altgermanische Symbole finden. Das juwelenbesetzte Kreuz ist das einzige, was von der Krone König Agilulfs erhalten ist. Der Stirnreif seiner Gattin Theodilinde. Und
Unter Agilulf versuchten die Langobarden, ganz Italien zu erobern. Als er 593 vor Rom erschien, erreichte Papst Gregor durch geschickte Verhandlungen den Abzug. Als 150 Jahre später, im Jahre 751, Ravenna fiel, war die langobardische Eroberung Italiens abgeschlossen. Langobardische Kunsterzeugnisse und Meisterstücke des Goldschmiedehandwerks sind diese hauchdünnen Goldblattkreuze. Sie wurden auf Tücher genäht, um beim Begräbnis das Haupt des Toten zu verhüllen. Die Marmorreliefs des Altars von San Martino in Cividale in Friaul ließ Herzog Ratschis im 8. Jahrhundert zur Erinnerung an seinen Vater Herzog Pemmo anfertigen. Obwohl der byzantinische Einfluss unverkennbar ist, entwickelten die Langobarden einen eigenständigen Stil. Menschliche Körper werden als reines Ornament abgebildet. Dieses christliche Kreuz wurde mit der germanischen Irminsul-Symbolik verziert. Christliches neben altgermanischem. Das Baptisterium, das Taufbecken, gleicht im Stil dem Pemmo-Altar. Auch hier findet man die typisch langobardische Flechtwerkkunst. Die vier Evangelisten werden als Ornamente dargestellt. Langobardische Kunst in höchster Vollendung zeigt das Stuckrelief mit Figuren in byzantinischer Hoftracht in der kleinen Kirche San Maria in Valle in Cividale. Die Kirche wurde unter dem letzten Langobardenkönig Desiderius in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts erbaut. Der Frankenkönig Karl der Große eroberte nach achtmonatiger Belagerung Pavia und gliederte 774 die Langobarden dem Fränkischen Reich ein. Desiderius, der letzte König der Langobarden, wurde gefangen genommen und in ein Kloster gesperrt. Durch die Vernichtung des Langobardenreiches wurde das Frankenreich zur stärksten Macht. Die eiserne Krone der Lombardei. Dass sich Karl der Große mit ihr krönen ließ, ist eine Legende. Die Krone stammt aus dem 10. Jahrhundert. Mit den Langobarden war das letzte germanische Staatsgebilde im Süden untergegangen. Knapp 400 Jahre währte der Traum vom Süden. Am Ende des 8. Jahrhunderts war er zerronnen.
Im 3. Jahrhundert begannen sich im freien Germanien die meisten der kleinen Germanenstämme in größeren Verbänden zusammenzuschließen. Die bedeutendste Vereinigung vollzog sich bei den Franken, die am Unterlauf des Rheins siedelten. Unter König Childerich begann im Jahre 463 die Ausbreitung der fränkischen Herrschaft. Das Schwert König Childerichs gehört zu den wenigen Grabbeigaben, die erhalten geblieben sind. Fränkische Fibeln zum Befestigen von Kleidungsstücken. Chlodwig. Nach Childerichs Tod wurde er 482 König der Franken. Der runde Berg bei Urach in Württemberg. Auf der Spitze des Berges entstand bei der alamannischen Landnahme eine stark befestigte Gauburg. Alamannischer Frauenschmuck aus dem 4. Jahrhundert. Die germanische Stammesvereinigung der Alamannen fiel Ende des 5. Jahrhunderts der fränkischen Machterweiterung zum Opfer. König Chlodwig gliederte die Alamannen seinem Frankenreich ein. Ein alamannischer Bauer. Nach seinem Sieg über die Alamannen ließ sich Chlodwig 498 in Reims taufen. Er nahm die athanasianische Lehre an. Damit entstand ein Gegensatz zu den anderen, den arianischen Germanenreichen. Im Jahre 507 wurde der Westgotenkönig Alarich II. Von Chlodwig besiegt. Die Westgoten als Arianer wurden von den fränkischen Siegern als Ketzer betrachtet. Durch den Sieg der Franken bei Poitiers, wo sie dieses Baptisterium errichten ließen, ging das westgotische Reich von Tolosa in Chlodwigs Besitz über. Der Plan des Ostgotenkönigs Theoderich, der einen germanischen Staatenbund anstrebte, scheiterte am Alleinanspruch Chlodwigs, der sich zum Herrscher aller Franken machte. Sein Reich erstreckte sich damit erstmals auf ein großes zusammenhängendes Gebiet, das einem einzigen Herrscher unterstand. Der Verband der Franken hatte sich aus den Stämmen der Chamaven, Amtsivarier, Ratuarier, Brukterer, Salier, Sugambrer und Tencterer gebildet. Die Franken waren 258 mit dem Überschreiten des Limes bei Köln ins Licht der Geschichte getreten. Von dort aus eroberten sie die heutigen Niederlande, Belgien und bis zum 5. Jahrhundert das römische Gallien. In seiner größten Ausdehnung reichte das Fränkische Reich vom Ebro bis zur Saale, von der Bretagne bis Pannonien und von Schleswig bis Süditalien. Im Gegensatz zum Wahlkönigtum der übrigen Germanen führten die Franken die erbliche Königswürde ein. Nach dem Tod eines Herrschers wurde das Reich unter die männlichen Erben aufgeteilt. Dadurch entstanden häufig Kämpfe und Kriege. Königswürde und Reich wurden zum Eigentum des Herrschers. Eine gesamtgermanische Gemeinsamkeit, wie sie Theoderich dem Großen vorschwebte, wurde durch die Franken zunichte gemacht. Unter Chlodwigs Nachfolgern gerieten die Thüringer, die Burgunder und die Bajuwaren unter fränkische Oberhoheit. Der thüringische Reiterstein von Hornhausen. Den Untergang ihres Reiches beklagte die Thüringerin Radegunde, wie der lateinische Dichter Fortunatus berichtete. Wie rasch stürzen stolze Reiche zu Boden. Lang sich hinziehende Dachfürste, die in Zeiten des Glückes dagestanden hatten,
liegen nun durch die furchtbare Niederlage gebrochen, verbrannt am Boden. Die Halle, die vorher im königlichen Schmuck geprangt hatte, bedeckt jetzt trauererregende, glühende Asche. Fürsten werden gefangen und der Feindesgewalt weggeführt. Die Menge kämpfender Jungmannen hat ihr Leben vollendet und liegt im schmutzigen Staub des Todes. Die dicht gedrängte Reihe vornehmer Königsmannen hat weder Grab noch Totenehren. Unbeerdigt bedecken die Leichen das Feld, und so liegt das ganze Volk in einem einzigen Grab. Im Jahre 555 kamen auch die Bajuwaren unter fränkischen Einfluss. Sie hatten sich aus mehreren im Alpenvorland ansässigen oder eingewanderten Gruppen germanischer Gefolgschaften gebildet. Damals entstand aus Gruppen alamannischer, thüringischer, markomannischer und gepidischer Herkunft allmählich der Stammesverband der Bayern. Fibeln und Schmuck des 6. Jahrhunderts aus bajuwarischen Reihengräbern. Dieses Modell zeigt eine fränkische Siedlung aus dem 7. oder 8. Jahrhundert, die bei Gladbach im Rheinland ausgegraben wurde. In den großen Häusern wohnten die Bauern, in den kleinen die Knechte und Mägde. Die Grubenhäuser dienten als Spinnstube, Eisenschmelze, Material- und Vorratskammer. Die Franken gehörten zu den ersten Germanen, die die Herstellung von Glaswaren beherrschten. Zwei Keramikbecher in Stiefelform. Dieses Drillingsgefäß diente dem Kult. Bei Ausgrabungen in der Nähe des Dorfes Morken bei Bergheim im Rheinland entdeckte man dieses fränkische Grab aus dem 6. Jahrhundert mit kostbaren Beigaben. Diesen Toten fand man mit einer Münze zwischen den Zähnen. Damit sollte er an dem Fluss, der das Reich der Lebenden vom Reich der Toten trennt, den Fährmann bezahlen, der ihn ins Jenseits übersetzt. Der kostbare Spangenhelm besteht aus Eisen mit einer Auflage vergoldeter Bronzebleche. Zwei seitlich herunterhängende Klappen schützen die Wangen. Ein Kettengeflecht aus zusammengedrückten Eisendrahtringen den Nacken des Kriegers. In dieser befestigten fränkischen Siedlung könnte der Herr von Morken gelebt haben. Im Kunsthandwerk wird der fränkische Einfluss auf die Kunst der Alamannen deutlich, die unter fränkischer Herrschaft eine gewisse Eigenständigkeit bewahren konnten. Scheibenfibeln aus dem 7. Jahrhundert. Eine Gürtelschnalle aus Gold. Das Sängergrab von Tuttlingen. Neben dem Toten und zahlreichen Grabbeigaben fand man eine sechsseitige Leier. Sie gab dem Grab seinen Namen. Auf der Leier begleitete der Herr des Hauses die Heldenepen, die der Barde, Dichter und Sänger zugleich, der versammelten Sippe vortrug. Aber es wurde mit der Leier auch zum Tanze aufgespielt.
ein fränkischer Grabstein. Auf der Vorderseite der mit Schwert und Pilgerflasche für Walhall gerüstete Krieger. Auf der Rückseite Christus mit der Lanze. Das Thorsberger Moor in Schleswig-Holstein. Eine sächsische Kult- und Opferstätte, die dem Donnergott Thor geweiht war. Der germanische Stamm der Sachsen siedelte in Norddeutschland, im Gebiet des heutigen Niedersachsen. Eine sächsische Bügelkrone. Sie gehört ebenso zu den Funden im Moor wie dieser silberne Gesichtspanzer. Dieses Pferd wurde zu Ehren Wotans, des höchsten Gottes der Germanen, geopfert und im Moor versenkt. Nach den Funden im Thorsberger Moor hat man das Aussehen des sächsischen Mannes rekonstruiert. Der vornehme Mann trug neben einem bunten Umhang die Ringbrünne, ein eisernes Kettenhemd. Der einfache Mann war nur mit Hemd und Hose bekleidet und mit einer langen Stoßlanze, einem Wurfspeer und einem Schild bewaffnet. Von der weit verbreiteten Sitte, den Schild mit Kriegstaten zu bebildern, leitet sich unser heutiges Wort Schildern her. Ein 23 Meter langes Boot aus dem Nydammer Moor in Dänemark. Es ist ein Beispiel für die ältesten seetüchtigen Ruderschiffe der Germanen. Man schätzt die Besatzung auf 45 bis 48 Mann. Mit diesen Booten verließ ein Teil der Sachsen gemeinsam mit den Jüten und Angeln in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts ihre Heimat. Gemeinsam setzten sie nach England über. Dort gründeten sie getrennte Reiche, verschmolzen aber im Laufe der Jahrhunderte zu den Angelsachsen. Wessex, Sussex und Essex im Süden und Osten Englands erhielten von den Sachsen ihre Namen. Das Fürstengrab aus Bekum. Es liegt in Westfalen, wohin sich die auf dem Festland verbliebenen Sachsen ausgebreitet hatten. Die Goldbeschläge einer Jagdtasche aus dem 6. Jahrhundert gehören zu den Prachtstücken germanischen Goldschmiedehandwerks. Das Modell der sächsischen Siedlung, die bei Warendorf im Münsterland ausgegraben wurde, gibt einen Einblick in den Alltag der Landbevölkerung vom 6. bis zum 8. Jahrhundert. Das Ende dieser und mancher anderen sächsischen Siedlung in Westfalen fällt in der Zeit vor 800 mit den Kriegen des Frankenkönigs Karl des Großen gegen die Sachsen zusammen. Die Externsteine südlich von Detmold. Sie waren ein Heiligtum der Sachsen und wurden von den Franken zum Teil zerstört. Ein von der Spitze der Externsteine abgesprengter Felsbrocken. Hier wurde ein Drittel der Außenwand entfernt. Keillöcher und Risse in der Wand zeugen vom Zerstörungswerk. Diese germanische Sternwarte lag in einem geschlossenen, in den Felsen getriebenen Raum. Heute fehlen Dach und Seitenwände. Die kleine Treppe auf der Sternwarte endet im Nichts.
Ursprünglich führte sie zur Irminsul, die den das All stützenden Weltenbaum symbolisiert. Im Jahre 772 ließ Karl der Große diese 2,5 Meter hohe Holzsäule verbrennen. Die Sternwarte wurde zeitweilig eine Kapelle. Dass daraufhin der Teufel diesen Stein auf die Sternwarte warf und sie verfehlte, ist Legende. Im Verlauf der Christianisierung wurde dieses Steinrelief mit der Kreuzabnahme Christi in den Felsen gehauen. Als Zeichen des Triumphes der neuen Religion steht Christus auf der geknickten Irminsul. Seine abgeschlagenen Beine deuten jedoch darauf hin, dass sich noch Widerstand rührte. Karl der Große. Auf Eroberung bedacht, begann er 772 einen 12-jährigen Feldzug gegen die Sachsen. Der Sachsenherzog Widukind, der sich weniger auf die Edellinge als auf die bäuerliche Bevölkerung stützte, organisierte den sächsischen Widerstand. Widukinds Sachsenheer wurde zum Jahreswechsel 779-780 geschlagen. 2 Jahre später gelang es ihm, ein fränkisches Heer aufzureiben. Daraufhin ließ Karl im Jahre 782 bei Werden an der Aller 4.500 sächsische Gefangene hinrichten. Der Sachsenhain bei Werden an der Aller erinnert mit seinen 4.500 Findlingen an das Blutbad, das Karl unter den Sachsen anrichtete. Dass sich Widukind taufen ließ, ist Legende. Eine Versöhnung mit dem Frankenkönig fand niemals statt. Nach der verlorenen Schlacht lebte Widukind als Gefangener 40 Jahre auf der Bodenseeinsel Reichenau im Kloster, wo er um 820 starb. Karls Kampf gegen die Sachsen endete 804 mit deren vollständiger Unterwerfung und der Einverleibung Sachsens in das Fränkische Reich. Am 25. Dezember 800 ließ sich Karl durch den Papst zum Kaiser krönen. Die Verbindung, die er mit Kirche und Papsttum einging, sollte weltgeschichtliche Bedeutung erlangen. Im Unterschied zu den anderen germanischen Völkern bemächtigten sich die Franken der Idee des römischen Universalismus. Ihre Könige verstanden sich als Nachfolger der römischen Cäsaren. Im Jahre 814 starb Karl. Angeblich birgt dieser Schrein seine Gebeine. Es dauerte noch 100 Jahre bis zur Gründung des Reiches der Deutschen, der Sachsen, Franken, Bayern und Alamannen. Es übernahm die Christianisierung der Ostgermanen, der Nachkommen von Goten und Vandalen östlich von Elbe und Oder, der Sitzengebliebenen der Völkerwanderung. Im 10. Jahrhundert wurden mehrere Aufstände der Ostgermanen niedergeschlagen und das Reich bis zur Oder ausgedehnt. Hier zwischen Elbe und Warthe lebten seit der Völkerwanderung Semnonen, Bastarnen, Goten, Burgunder und Vandalen. Das Museumsdorf Düppel in Berlin.
Das nach wissenschaftlichen Erkenntnissen aufgebaute Dorf ermöglicht einen Einblick in das Leben der ostelbischen Germanenstämme. Es handelt sich um eine Siedlung der Wenden, wie die Nachkommen der Vandalen seit dem frühen Mittelalter genannt werden. Das Leben in diesem Dorf hat sich gegenüber dem der eisenzeitlichen Germanen kaum verändert. Die schon bei den bronzezeitlichen Germanen gehandhabte Sprangtechnik wurde auch von den Nachkommen der Vandalen verwandt. Mit dem im 12. Jahrhundert eingeführten Trittwebstuhl konnte bei gleichem Aufwand mehr Stoff erzeugt werden. Nach getaner Arbeit traf sich die Familie zum gemeinsamen Essen. Zum Eintopf mit Brot aus grobem Mehl gab es Met, einen schweren Honigwein und Hirsebrei mit Honig und Sahne. Albertius Crantius, ein Hamburger Geschichtsschreiber. Seine Geschichte der Vandalen erschien 1519 in lateinischer Sprache und behandelt die vorchristliche Zeit dieses germanischen Volkes. In der deutschen Übersetzung werden die Vandalen Wenden genannt. Alle nichtchristlichen Germanen wurden im Lateinischen abfällig als Sklaven bezeichnet. Das belegt ein Auszug aus dem Index der Vandalengeschichte. Vandalen, das ist der alte Name für Sklaven. Die westelbischen Sachsen bezeichneten die, die sie vorher Vandalen genannt hatten, als Sklaven. Vandalen sind identisch mit Sklaven. Dass es sich bei den Wenden um die Nachfolger der germanischen Vandalen handelt, belegt eine Schilderung aus dem 17. Jahrhundert. Die ersten Inwohner dieses Landes werden in der Historien Herili, Opotrite und mit einem Namen Vandali oder Wenden genannt.
Das beweisen auch archäologische Funde aus dem Land zwischen Elbe und Warthe. Beigaben vom Lübsower Fürstengrab aus dem 1. Jahrhundert. Eine vandalische Schüssel aus dem 3. Jahrhundert, die im Westhavelland gefunden wurde. Diese germanischen Tierfiguren aus dem 3. Jahrhundert stammen aus Berlin und dem Gebiet an der oberen Oder. Schlesische Gürtelschnallen aus dem 4. Jahrhundert. Thüringische Fibeln aus dem 6. Jahrhundert. Goldbrakteaten, germanische Schmuckstücke aus Berlin und Posen. Fibeln aus dem Raum zwischen Oder und Warthe. Eine Urne des 7. Jahrhunderts aus Pommern. Neben der Urnenbestattung gab es die Sitte, Steine zum Gedenken an die Toten aufzustellen. Sie sind mit Runen der germanischen Schrift versehen. Diese Schrift entstand seit dem 1. Jahrhundert vor Christus aus mythologischen Zeichen. Runen haben daher stets einen Lautwert und eine inhaltliche Bedeutung. Das älteste Runenalphabet, nach seinen Anfangsbuchstaben Futag genannt, bestand aus 24 Zeichen. F, Fehu, das Vieh. U, Urus, der Urochse. TH, Turisas, der Dorn. A, Ansus, der Ase. R, Raidor, der Ritt. EI, Ivas, die Eibe. P, Perto, der Busch. Z, Algis, der Elch. O, Otala, der Besitz. Die Runen wurden ursprünglich auf Buchenstäbe geritzt. Daher stammt unser Wort Buchstabe. Die Christianisierung der Germanen, die zunächst nur im Süden und Westen erfolgreich war, trennte diese Stämme von den Nichtchristlichen im Norden und Osten. Sie wurden abfällig als Sklaven, später als Slawen bezeichnet, waren aber doch Germanen. Die Einführung des neuen Glaubens ging allerdings nicht so idyllisch vor sich, wie es sich der Maler aus dem 19. Jahrhundert vorstellt. Bonifatius wurde 754 von aufgebrachten Friesen erschlagen, als er deren alten Götterglauben verhöhnte. Christus wurde 830 in der Heliansdichtung germanisiert. Jesus erscheint als mächtiger Volkskönig. Seine Jünger sind adlige Gefolgschaft. Unbehelligt von der Christianisierung blieb zunächst der germanische Norden. Mit den in Südschweden, Südnorwegen, aber auch in Dänemark siedelnden Wikingern brachen zu Beginn des 9. Jahrhunderts noch einmal germanische Stämme auf. Sie zogen nicht mit schwerfälligen Trecks mit Frauen und Kindern über Land, sondern eroberten die Welt mit ihren Schiffen. Sie hatten den germanischen Schiffsbau durch die Erfindung des Rahsegels vollendet. Das Langschiff mit 40 bis 50 Mann Besatzung befuhr die Flüsse und das küstennahe Meer. Die Knarr mit 30 Mann Besatzung war hochseetüchtig. Die Wikinger fuhren damit bis nach Amerika.
Grabstätten der Wikinger in der Form von Schiffsrümpfen. Heitabu, eine von den Friesen gegründete Handelsmetropole in der Nähe der heutigen Stadt Schleswig, kam um das Jahr 900 unter die Herrschaft schwedischer Wikinger. Von Heitabu aus regierten sie ein kleines Reich, bis im Jahre 934 der deutsche König Heinrich I. die Reichsgrenze bis nach Schleswig vorschob. In Mosgard in Jütland, im Norden Dänemarks, wurden Häuser aus der Wikingerzeit nachgebaut. Auch hier findet man wieder die germanische Sprangtechnik und den schon aus der Bronzezeit bekannten Gewichtswebstuhl. Im Gegensatz zu den übrigen Germanen trugen die Krieger der Wikinger Helme. Das Schwert besaß eine Parierstange. Steigbügel und Sporen stellten ebenfalls eine Neuerung dar. Eine Lanzenspitze und zwei Axtklingen. Die bronzene Wetterfahne war am Bug eines Schiffes befestigt. Unter den Wikingern erlebte die germanische Holzschnitzkunst ihren Höhepunkt. Ein Schrein aus Walrosszahn in der Form eines Wikingerhauses. Goldschmuck aus der Wikingerzeit. Der Hammer des Donnergottes Thor und ein christliches Kreuz. Eine Stabkirche. Die Wikinger nahmen im 10. und 11. Jahrhundert den neuen Glauben an, wobei sie germanische mit christlichen Elementen verbanden. Nach dem Jahre 800 drangen schwedische Wikinger in den Osten vor und gründeten die Stadt Novgorod. 882, die Wikinger waren inzwischen in Südrussland, entstand Kiew, die Hauptstadt des Kiewer Reiches. Die Einheimischen, die die Wikinger ins Land geholt hatten, gaben ihnen den Namen Russ. Daraus wurde später Russland. Infolge der gemeinsamen Christianisierung verschmolzen die Wikinger im Kiewer Reich mit der einheimischen Bevölkerung. Von Russland zogen die Germanen im 9. Jahrhundert zum Kaspischen Meer und zum Schwarzen Meer, nach Bagdad und nach Byzanz. Im Jahre 793 segelten die Wikinger nach England und überfielen das Kloster Lindisfarne. ...834 kamen sie nach Hammerburg, heute Hamburg. 11 Jahre später drangen sie auf der Seine bis Paris vor. Im Winter 883-84 setzte sich in Duisburg eine Wikingerschar fest. In solchen von einem runden Wall umgebenen Wikingerlagern wie Trelleborg oder Fürkart bereiteten die dänischen Könige ihr Heer auf die Eroberung Englands vor. Die Normandie. Norwegische Wikinger, auch Normannen genannt, gaben dieser französischen Landschaft ihren Namen.
Der Frankenkönig Karl der Einfältige ernannte 911 den Wikinger Rollo zum ersten Herzog der Normandie. Noch heute erinnert der Baustil der Burgen an den Einfluss der Normannen. Diese Fjordlandschaft war die Heimat der norwegischen Wikinger. Sie wandten sich nach Westen. Island. Hier siedelten norwegische Wikinger seit 874. Auf Island hielt sich die germanische Lebensweise in ihrer Ursprünglichkeit noch viele Jahrhunderte. Hier wurde im 13. Jahrhundert die Edda, das germanische Götter- und Heldenepos, aufgezeichnet. Hier entstanden die germanischen Sagas, in denen die historischen Ereignisse weiterlebten. Eine isländische Thingstätte. Island war das einzige germanische Territorium, das nicht missioniert wurde, sondern um das Jahr 1000 das Christentum durch einen Beschluss des Thing, der Ratsversammlung aller freien Männer, einführte. Das Althing lebt im Namen des isländischen Parlaments bis heute weiter. An die Wikinger erinnern diese mit Grasballen bedeckten Steinhäuser. Von Island aus entdeckten die Wikinger im Jahre 982 Grönland. Leif Erikson erreichte etwa im Jahre 1000 als erster Europäer Amerika. Von Grönland aus fuhr Leif mit seinen Wikingern nach Labrador und kam schließlich nach Vinland, das heutige Neufundland. In Lance aux Meadows wurde eine Siedlung der Entdecker Amerikas ausgegraben. Der 70 Meter lange und einen halben Meter breite Teppich von Bayeux erzählt die Geschichte von der Eroberung Englands durch die von Nordfrankreich aus übersetzenden Normannen. Sie trafen unter Herzog Wilhelm von der Normandie bei Hastings an der Südwestspitze Englands auf die Angelsachsen und Dänen mit ihrem König Harold. Am 14. Oktober 1066 fiel König Harold in der Schlacht von Hastings. Herzog Wilhelm, der später den Beinamen der Eroberer erhielt, war der Herr über England. Sizilien. Französische Normannen eroberten im 11. Jahrhundert Süditalien und die Insel Sizilien. Der Normannenpalast in Palermo erinnert ebenso wie der Dom von Monreale an die Zeiten der Wikingerherrschaft in Sizilien und Süditalien im 11. und 12. Jahrhundert.
In den Jahren 1061 bis 1091 gelang es den Normannen, Sizilien von der Herrschaft der Araber zu befreien. Am Jahrestag der Eroberung Siziliens durch den Wikingergrafen Roger werden bis heute in Piazza Armerina, einem normannischen Stützpunkt aus dem 11. Jahrhundert, Festspiele abgehalten. Am ersten Tag werden in einer feierlichen Prozession dem Grafen Roger die Schlüssel der Stadt überreicht. Der zweite Tag ist Reiterfestspielen gewidmet. Als im Jahre 1194 der deutsche Kaiser Heinrich VI. Das italienische und sizilianische Normannenreich erbte, ging die Germanenzeit zu Ende. In 3000 Jahren hatten die Germanen den gesamten Kontinent durchwandert und sie hatten ihn für immer geprägt. Otterndorf in Schleswig-Holstein. Hier findet alljährlich für Touristen ein germanischer Fünfkampf statt. Dreitausend Jahre lang hatte es germanische Geschichte gegeben. Ein gutes Jahrtausend hatten die Germanen Weltgeschichte gemacht. Dann waren sie fast 1000 Jahre lang vergessen. Erst in der Mitte des 18. Jahrhunderts wurde das germanische Erbe wiederentdeckt. Seitdem schwankt das Bild der Germanen zwischen Wahrheit und Legende, zwischen Verherrlichung und Karikatur. Im Jahre 1755 wurde eine Handschrift des Nibelungenliedes gefunden, die um 1200 entstanden war. Diese Entdeckung fiel in den Zeitraum, in dem die Deutschen sich auf ihr nationales Bewusstsein besannen. 1757 schlug Friedrich der Große die französische Armee bei Rossbach. Es war ein Jahrhundertereignis. 100 Jahre kulturelle und geistige Überfremdung Deutschlands gingen zu Ende. Und das Volk spottete auf den Gassen. Und kommt der große Friedrich und klopft nur auf die Hosen, so läuft die ganze Reichsarmee, Panduren und Franzosen. Der Preußenkönig war weit von jeder Deutschtümelei entfernt. Dennoch nannte ihn Voltaire den Rückhalt der germanischen Freiheit. Und Graf Mirabeau, einer der Wortführer der französischen Revolution, bezeichnete ihn als den Cäsar der Germanen. Friedrich der Große entdeckte das Germanentum bei der Lektüre der römischen Schriftsteller. Die lateinischen Geschichtsschreiber selber stellten der Tapferkeit der Germanen ein glänzendes Zeugnis aus, indem sie uns von den Niederlagen des Varus und anderer römischer Feldherren berichten. Wenn man schon dem Mut eines Volkes Beifall zollt, das bei ganz gleichen Vorbedingungen ein anderes besiegt, wie viel mehr muss man die Tapferkeit der Germanen bewundern? Allein das Vertrauen auf ihre eigene Kraft und ihr unbeugsamer Trotz, der den Sieg nicht lassen will, triumphierten über die römische Disziplin
und über jene Legionen, die fast die Hälfte der bekannten Welt unterworfen hatten. Auch Johann Wolfgang Goethe schlug eine Brücke von den Germanen zu den Deutschen. Den deutschen Mannen gereicht zum Ruhm, dass sie gehasst das Christentum. Bis Herrn Carolus leidigem Degen die edlen Sachsen unterlegen. Doch haben sie lange genug gerungen, bis endlich die Pfaffen sie bezwungen und sie sich unters Joch geduckt. Doch haben sie immer einmal gemuckt. Die Deutschen hatten es nach hundertjähriger Fremdherrschaft gründlich satt, Französisch zu denken, zu sprechen, zu schreiben. Während jenseits des Rheins in Frankreich im Untergrund bereits die Revolution gärte, befreite sich in Deutschland das Bürgertum im Bekenntnis zur nationalen Selbstverwirklichung. Die Wiederentdeckung des Nibelungenliedes spielte dabei eine wichtige Rolle. 1757 und 1782 wurde der Text veröffentlicht. Die Deutschen, die zwar keine nationale politische Einheit besaßen, hatten jetzt einen literarischen Schatz, aus dem sie schöpften, um ihre nationale Einigung vorzubereiten. Johann Wolfgang Goethe stellte das Nibelungenlied mit den klassischen Dichtungen Homers auf eine Stufe. Die intensive Beschäftigung mit dem Nibelungenlied als Dichtung führte zur Rückbesinnung auf die germanische Geschichte. Es wurde, wie der Schweizer Johannes von Müller schrieb, zum Nationalepos der Deutschen. Die Deutschen des ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts sahen sich in den Helden des Nibelungenliedes verkörpert, sahen in ihnen Vorbilder. Dabei faszinierte sie insbesondere die merkwürdige Mischung von Tragik und Treue, die sich im Nibelungenlied in der Gestalt des Hagen von Tronje, dem Gefolgsmann Gunthers, äußert. Da ließ Kriemhild nach Hagen von Tronje und auch nach Ortwin schicken, ob sie und ihre Verwandten sich in ihre Mannschaft begeben wollten. Da wurde Hagen furchtbar zornig und sagte, Gunther hat gar nicht das Recht, uns irgendjemandem auf dieser Welt zu übergeben. Lasst andere Leute vom Hof euch begleiten. Denn euch ist die Lebensweise der Tronjer nur allzu gut bekannt. Unsere Aufgabe ist es, hier bei den Königen am Hof zu bleiben. Ihnen, denen wir bisher Gefolgschaft geleistet haben, werden wir auch weiterhin dienen. Hagens Treue zu Gunther kann weder auf des einen Wunsch noch auf des anderen Befehl beendet werden. Es ist eine selbstgewählte, allumfassende Treue. Das unterscheidet sie von der Haltung eines Sklaven. Nicht Knechtschaft oder blinder Gehorsam sind gefordert, der Germane teilt das Schicksal seines Gefolgsherrn im Glück wie im Unglück. Diese Treue lässt Hagen zum Mörder Siegfrieds werden, weil Kriemhild, dessen Frau, die Ehre Brunhilds verletzt hat. Da kam Hagen von Tronje zu seiner Herrin. Und als er sie in Tränen sah, fragte er sie, weshalb sie weine. Da sagte sie es ihm. Er versprach ihr sogleich, den Mann Kriemhilds dafür büßen zu lassen. Sonst könne er nach einer solchen Schmach niemals wieder froh werden. Sollen wir uns denn alles gefallen lassen, sagte Hagen. Das brächte so trefflichen Helden wenig Ehre ein. Dass Siegfried damit geprahlt hat, mit unserer lieben Herrin geschlafen zu haben, dafür soll er sterben. Oder ich will mein Leben lassen. Als König Gunther mit seinen Brüdern Kriemhild in die Falle gegangen ist und Kriemhild Gunther die Freiheit schenken will, wenn er Hagen ausliefert, stehen der König und seine Brüder treu zu ihrem Gefolgsmann Hagen. Wenn hier auch 1000 aus der Sippe deiner Verwandten wären, eher legen wir alle tot, als dass wir dir einen einzigen Mann als Geisel übergeben. Das wird niemals geschehen. Wir müssen ja doch sterben, sagte der Giselher. Niemand wird uns von unseren ritterlichen Waffen trennen. Wen es nach Kampf mit uns gelüstet, der findet uns hier. Denn ich habe noch niemals einem Freund die Treue gebrochen. Die germanischen Ahnen belebten und bevölkerten gegen Ende des 18. Jahrhunderts die Gelehrtenprovinz der Deutschen. Die Wirklichkeit sah anders aus. Napoleon Bonaparte zerstörte das Reich der Deutschen und bot ihnen dafür eine Mischung aus Aufklärung und Abhängigkeit. Die Deutschen verloren ihren patriotischen Kurs und schwankten unentschlossen zwischen Weltbürgertum und Nationalstaat. Doch dann trat dem romanischen Welteroberer Napoleon die germanische Vergangenheit entgegen.
Der junge Heinrich von Kleist wollte Stolz und Patriotismus in den Herzen seiner Landsleute zu neuem Leben erwecken. 1809 schrieb er sein Gedicht »Ruf der Germania an ihre Kinder«. Horchet, durch die Nacht, ihr Brüder, welch ein Donnerruf hernieder. Stehst du auf, Germania? Ist der Tag der Rache da? Zu den Waffen, zu den Waffen. Was die Hände blindlings raffen, mit dem Spieße, mit dem Stab, strömt ins Tal der Schlacht hinab. So verlasst voran der Kaiser eure Hütten, eure Häuser. Schäumt ein uferloses Meer über diese Franken her. Eine Lustjagd. Wie wenn Schützen auf die Spur dem Wolfe sitzen, schlagt ihn tot. Das Weltgericht fragt euch nach den Gründen nicht. 1808 ließ Kleist Arminius, den Cheruskerfürsten, wieder auferstehen, den er Hermann nannte. Hermann und seine Kampfgefährten bei einer Lagebesprechung. In Kleists Hermannsschlacht steht Hermann als germanisches Vorbild für die leidenschaftliche Bekämpfung der französischen Fremdherrschaft. Getragen vom tiefen Hass gegen die napoleonische Besatzung, wollte Kleist seine Landsleute aufrütteln. Die Hermannsschlacht ist radikal und schreckt vor unmenschlichen Tönen nicht zurück, um das heiß ersehnte Ziel zu erreichen, die Befreiung Deutschlands vom fremden Joch. Um Himmels Willen, Hermann, welch ein Gerücht läuft durch den Lagerplatz. Ganz Teutoburg ist voll. Es wird in wenig Stunden ein fürchterliches Blutgericht ergehen. Dem Tode wäre die ganze Schar geweiht, die als Besatzung hier zurückgeblieben. Ja, die Sache hat ihre Richtigkeit. Mit allen Römern? Die Guten mit den Schlechten? Rücksichtslos? Die Guten mit den Schlechten. Was, die Guten? Das sind die Schlechtesten. Der Rache Keim muss sie zuerst vor allen anderen treffen. Zuerst? Unmenschlicher. Wie mancher ist, dem wirklich Dankbarkeit du schuldig bist? Du bist nicht klug, Thusnelda. Ich will die höhnische Dämonenbrut nicht lieben. Solange sie in Germanien trotzt, ist Hass mein Amt und meine Tugend Rache. Kurz, wollt ihr, wie ich schon einmal euch sagte, zusammenraffen Weib und Kind und auf der Weser rechtes Ufer bringen? Geschirre, golden und silberne, die ihr besitzt, schmelzen? Perlen und Juwelen verkaufen oder sie verpfänden? Verheeren eure Fluren, eure Herden erschlagen, eure Plätze niederbrennen. So bin ich euer Mann. Wie? Was? Die eigenen Fluren sollen wir verheeren? Die Herden töten? Unsere Plätze niederbrennen. Nicht? Nicht? Ihr wollt es nicht? Das eben, Rasender, das ist es doch, was wir in diesem Krieg verteidigen wollen. Nun denn, ich glaubte, eure Freiheit wär's. Die Freiheit. Um nichts anderes geht es Kleist in seinem Theaterstück. Er will dem deutschen Untertan, dem deutschen Spießer, Stolz und Freiheitswillen einpflanzen. Ihn erinnern an das Beispiel seiner germanischen Vorfahren im Kampf gegen die römischen Eroberer. Wenn du die Aussicht mir eröffnen könntest, Ventidius, dass mir die höchste Herrschergewalt in Deutschland zugedacht, so wird Augustus, das versichere ich dich, den wärmsten Freund an mir erhalten. Denn dieses Ziel, das darf ich dir gestehen, reizt meinen Ehrgeiz. Und mit Neid sehe ich dem Marbot ihm entgegeneilen. Mein Fürst, das ist kein Zweifel mehr. Nun denn, Legat der römischen Cäsaren, so werfe ich mit Thron und Reich in deine Arme mich. Cheruskas ganze Macht lege ich als ein Vasall zu Augusts Füßen nieder. Lass Varus kommen mit den Legionen. Ich will fortan auf Schutz und Trutz mich wieder König Marbot ihm verbinden. Nun bei den Oraniden. Dieser Tag, er ist der schönste meines Lebens. Ich eile dem August, o Herr, dein Wort zu melden. Wann darf Quintilius jetzt die Lippe überschreiten? Wann es sein Vorteil will. Wohlan. Oh,
Was also? Sag mir an. Was hab ich von jenem Hermann dort mir zu versehen? Quintilius. Das fasse ich in zwei Worten. Er ist ein Deutscher. In einem Hammel ist mehr Lug und Trug, muss ich dir sagen, als in dem ganzen Volk, dem er gehört. Ventidius hat dir gesagt, wie ich den Plan für diesen Krieg entworfen? Ich weiß um jeden deiner weisen Punkte. Jenseits der Weser, in des Feindes Antlitz, hörst du das Weitere? Weißt du noch sonst was anzumerken, Freund? Dir übergab ich alles. So sei die Sorge auch, es zu beschützen, dein. Auf, ihr Cherusker, zu den Waffen. Germaniens Henkerknecht, Quintilius Varus gilt's. Bald bemächtigte sich auch die Zeitströmung der Romantik des Germanenthemas. In nationalem Überschwang wurde durch die germanische, die deutsche Geschichte in einem verklärten Licht gesehen. Germanentümelei war an der Tagesordnung. Der Tod des Westgotenkönigs Alarich wurde so zum tragisch schönen Ereignis. Nächtlich am Busento lispeln bei Cosenza dumpfe Lieder. Aus den Wassern schallt es Antwort und in Wirbeln klingt es wieder. Und im Fluss hinauf, hinunter ziehen die Schatten tapferer Goten, die den Alarich beweinen, ihres Volkes besten Toten. Allzu früh und fern der Heimat mussten hier sie ihn begraben, während noch die Jugendlocken seine Schultern blond umgaben. Und am Ufer des Busento reihten sie sich um die Wette. Um die Strömung abzuleiten, gruben sie ein frisches Bett. In der wogenleeren Höhlung wühlten sie empor die Erde, senkten tief hinein den Leichnam mit der Rüstung auf dem Pferde. Deckten dann die Erde wieder ihn und seine stolze Habe, dass die hohen Stromgewächse wüchsen aus dem Heldengrabe. Abgelenkt zum zweiten Male ward der Fluss herbeigezogen. Mächtig in ihr altes Bette schäumten die Busento-Wogen. Dem romantischen Geschmack der Zeit entsprach die 1842 fertiggestellte Walhalla bei Regensburg. Mit dieser deutschen Ruhmeshalle wollte König Ludwig I. von Bayern an den germanischen Heldenhimmel Walhall anknüpfen. In schöner Eintracht sollten alle großen Deutschen versammelt werden. Ein deutsches Gegenstück zum französischen Pantheon. Mit Spenden des deutschen Volkes wurde das Hermannsdenkmal im Teutoburger Wald errichtet. Im Geist der Befreiungskriege kam es im 19. Jahrhundert zu einer Besinnung auf die germanische Vergangenheit. Friedrich Engels schrieb 1882 über das Hermannsdenkmal: So kindisch auch das dem Arminius bei Detmold errichtete Fantasiestandbild ist, so richtig bleibt es, dass die Varusschlacht einen der entscheidendsten Wendepunkte der Geschichte bildet. Mit ihr war die Unabhängigkeit Deutschlands von Rom ein für allemal entschieden. In
In der bürgerlichen Gesellschaft von damals entstand ein falsches, ein verklärtes Bild vom Germanen, das oft genug lächerlich wirkte. Wild und kühn, mit einem hörnerbestückten Helm, der mit Adlerfedern versehen ist, oder tump und kraftstrotzend, auf dem Bärenfell liegend und genüsslich Met schlürfend. Die Germania, oberhalb von Rüdesheim am Rhein. Das 1883 von Johannes Schilling fertiggestellte Niederwalddenkmal entsprach dem bombastischen Geschmack einer bürgerlichen Gesellschaft, die damals in ganz Europa den Ton angab. Die auf der Briefmarke verewigte Germania wurde im Deutschen Reich zum gebräuchlichsten deutschen Postwertzeichen. Brunhild und Gunther vor dem Zweikampf. Szenen aus einem Stummfilm von 1924 über das Schicksal der Nibelungen. Auch hier das falsche Bild des Germanen. Richard Wagner, Rebell und Barrikadenkämpfer von 1848. Mit seiner revolutionären Musik wollte er, dass die Deutschen in wenigstens einem Kunstzweig anfingen, national zu sein, indem sie zunächst original würden. Im Bühnenbild aber gab Wagner dem Geschmack seiner Zeit nach. Der Bühnengermane mit wallendem, wogendem, wildlockigem Haar, auf dem Kopf den flügelgeschmückten Opernhelm. Richard Wagner hat mit seinem vierteiligen Der Ring des Nibelungen, der zwischen 1869 und 1876 entstand, dem Germanischen bis zum heutigen Tage weltweite Beachtung verschafft. Der Preuße Theodor Fontane huldigte auf seine Art mit Ironie den germanischen Vorfahren, als er seine Semnonenvision schrieb. Über den Müggelsee setzt mich der Ferge. Nun erklettere ich die Müggelberge. Mir zu Häupten rauschen die Kronen wie zu Zeiten der Semnonen, unserer Urahnen, die hier im Eichwaldschatten ihre Gottheitsstätten hatten. Und die Spree hinauf an Buchten und Seen seh ich wieder ihre Lager stehen. Wie damals beim Aufbruch. Tausende ziehen hin über die Dame. Der Vollmond schien. Am Eierhäuschen hebt es an. Eine Vorhut, etliche 30 Mann. Ein Bardentrupp folgt von Friedrichshagen, wo noch jetzt Nachkommen die Harfe schlagen. Bei Kiekemahl und bei Kiekebusch blasen Hörner den Abschiedstusch. Auf Flößen kommen andere geschwommen, haben den Weg bis Spöckwitz genommen. Bis Spöckwitz, wo Wandel der Epochen jetzt Familien Kaffee kochen. Jetzt aber, der Demeritz ist überschritten, an des Zuges Ausgang und inmitten erblick ich Mädchen, erblick ich Frauen, alle tusneldisch anzuschauen, alle mit Butten, alle mit Hucken, daraus blond die kleinen Germanen gucken.
Ein anderer, der die germanische Geschichte im Roman wiederauferleben ließ, war Felix Dahn, Professor für alte Geschichte. Er schrieb wissenschaftliche Arbeiten und nebenher einen historischen Roman, der zu dem Bestseller des 19. Jahrhunderts wurde. 1876 erschien sein Kampf um Rom. Dahn setzte darin den Ostgoten und ihrem Kampf um Italien im 5. Jahrhundert ein bleibendes Denkmal. Er verklärte zwar seine Helden im Stil der Zeit, doch sein Werk ist frei von Rassismus. Helden gibt es auf beiden Seiten. Und neben den Gotenkönigen Totila und Thea steht die Jüdin Miriam als edle Gestalt. Berühmt wurde Dahns Gedicht über den Endkampf der Goten. Gebt Raum, ihr Völker, unserem Schritt, wir sind die letzten Goten. Wir tragen keine Krone mit, wir tragen einen Toten. Mit Schild an Schild und Speer an Speer, wir ziehen nach Nordlands Winden, bis wir im fernsten grauen Meer die Insel Thule finden. Das soll der treue Insel sein, dort gilt noch Eid und Ehre. Dort senken wir den König ein im Sarg der Eichenspeere. Wir kommen her, gebt Raum dem Schritt aus Romas falschen Toren. Wir tragen nur den König mit. Die Krone ging verloren. Hurra, patriotische Begeisterung spiegelt sich in diesen Postkarten wider. Die Germanen als wackere und kühne Vorfahren der ebenso wackeren und kühnen Deutschen. Die literarische Begeisterung der Deutschen für ihre germanischen Vorfahren fand in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ihre politische Erfüllung. Als 1871 der preußische König Wilhelm I. zum deutschen Kaiser ausgerufen wurde, war ein einheitliches deutsches Reich geschaffen. Dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation und dem kraftlosen Deutschen Bund Metternichs folgte das Deutsche Reich preußischer Prägung. Der Reichsgründer Otto von Bismarck machte auf die Deutschen den Eindruck eines germanischen Recken. Gradlinig und furchtlos wurde er als Verkörperung germanischen Wesens verstanden. Bismarck mit Wolfsfell und Streitaxt. So stellte sich der Karikaturist von damals einen echten Germanen vor. Das Germanische an Bismarck hat Theodor Fontane am besten getroffen. 1898 schrieb er, nach des Reichsgründers Tod, das Gedicht »Wo Bismarck liegen soll«. Nicht in Dom oder Fürstengruft, er ruh in Gottes freier Luft, draußen auf Berg und Halde, noch besser, tief, tief im Walde. Wie, du Kind, lädt ihn zu sich ein. Ein Sachse war er, drum ist er mein, im Sachsenwald soll er begraben sein. Der Leib zerfällt, der Stein zerfällt, aber der Sachsenwald, der hält. Und kommen nach 3000 Jahren Fremde hier des Wegs gefahren und sehen, geborgen vom Licht der Sonnen, den Waldgrund in Efeu tief eingesponnen und staunen der Schönheit und jauchzen froh, so gebietet einer, lernt nicht so. Hier unten liegt Bismarck irgendwo. Konnte man in Bismarck den treuen Hagen sehen, so stellte der junge Kaiser Wilhelm II. Den strahlend unbekümmerten Siegfried dar. Reichskanzler Fürst Bülow bezeichnete das deutsch-österreichische Bündnis kurz vor dem Ersten Weltkrieg als Ausfluss der Nibelungentreue. Das Bild der Deutschen in der feindlichen Propaganda im Ersten Weltkrieg. Kaiser Wilhelm I. schändet als Germane Paris. Hier reitet er über gefallene französische Soldaten. Als Menschenfresser mit Pickelhaube und als teutonische Monster wurden die Deutschen 1915 in einer englischen Zeitung dargestellt.
Die deutsche Zivilisation kommt, lautet der Titel dieser französischen Propagandazeichnung, die die Germania mit Feuer und Schwert durch einen Berg Leichen waten lässt. In einem amerikanischen Propagandafilm erschießt eine Mutter ihre Tochter, damit sie den Germanen nicht in die Hände fällt. Die Deutschen als teutonische Barbaren. Der Hass der Sieger von 1918 machte Geschichte. Die Folge des Diktats von Versailles, Adolf Hitler. Mit den Nationalsozialisten kam ein neuer Germanenbegriff in Mode. Blond, blauäugig und nordisch waren gefragt. Der Rassismus bediente sich des Germanentums. Heinrich Himmler, der Reichsführer SS bei Ausgrabungen. Das typisch Germanische wurde zum höchsten Wert. Nicht-germanische Völker wurden als minderwertig angesehen. Die Vorstellung vom arischen Übermenschen machte Himmler zur Weltanschauung. Wir werten diese Grabungen nicht etwa, weil wir der Wissenschaft in irgendeiner Form Konkurrenz machen wollen. Nein, sondern weil wir mit der Wissenschaft zusammen weltanschauliche Dinge suchen wollen, ganz konsequent fortsetzen. Wir werden uns dieser Aufgabe mit derselben Zähigkeit widmen, mit der sich die Schutzstaffel allen anderen Aufgaben bisher gewidmet hat. In neu errichteten Tingstätten wurde alljährlich Sonnenwende gefeiert. Hunderten von Jahren noch werden die Menschen an diesen Steinen die Gestaltungskraft unserer Zeit ablesen können. Reichsparteitag in Nürnberg. Hitler, der anfangs vom Germanentum geschwärmt hatte, machte sich später oft genug lustig über die Germanentümelei. In seinen Tischgesprächen spottete er: Der Germane musste nach einem sonnigen Klima, um seine Fähigkeiten entwickeln zu können. In Griechenland, in Italien, konnte sich der germanische Geist erst entfalten. Im Laufe vieler Jahrhunderte ist er dann dahin gekommen, ein menschenwürdiges Dasein auch im nordischen Klima einzurichten. Die Versetzung nach Germanien war für den Römer etwas Ähnliches wie bei uns eine Zeit lang die Versetzung nach Posen. Man stelle sich vor, ewige Regenzeiten und das ganze Gebiet in einen Morast verwandelt. Die Externsteine waren sicher nicht Kultstätten, sondern Zufluchtspunkte, auf welche die Leute sich zurückgezogen haben, um aus dem steigenden Schlamm herauszukommen. Kalt, feucht und trübe war dieses Land. In einer Zeit, wo die anderen schon Steinstraßen besaßen, hat unser Land Zeugnisse der Kultur nicht aufzuweisen. Zur Kultur haben nur die Seegermanen etwas beigetragen. Die Germanen, die in Holstein geblieben sind, waren nach 2000 Jahren noch Lackel, während ihre Brüder, die nach Griechenland ausgewandert waren, zur Kultur emporstiegen. Bei allen Funden in unseren Gegenden bin ich skeptisch. Diese Sachen sind oft wo ganz anders erzeugt worden. Das haben die Germanen der Küste für ihren Bernstein bekommen. Die da oben waren auf keiner höheren Kulturstufe wie die Maori. Hitler lag der römisch-imperiale Gedanke. Und so mussten auch seine Paraden aussehen. Nicht germanisch, sondern römisch. Es war, als ob eine fremde Besatzungsarmee von Deutschland Besitz ergreift. Römische Feldzeichen in Form adlergeschmückter Legionsstandarten wehten seinen braunen und schwarzen Kohorten voran. Die SS-Junkerschule in Bad Tölz. Eine Art großgermanische Kriegsakademie.
Die germanischen Waffenbrüder aus Skandinavien bekamen Einheiten mit nordischen Namen. Grenadiere der Waffen-SS im Einsatz. Auf den Schlachtfeldern des Zweiten Weltkriegs tauchten die alten germanischen Namen noch einmal auf. Divisionen und Regimenter der Waffen-SS waren mit ihnen benannt. Viking, Thule, Nordland, Germania und Nibelungen. Unsere Ehre heißt Treue, lautete der Wahlspruch der Waffen-SS. Wenn alle untreu werden, so bleiben wir doch treu, hieß der Text ihres Fahnenliedes. Und wie die letzten Nibelungen, so gingen die jungen Soldaten der Waffen-SS aus Treue zu Führer und Reich in den Tod. An die Stelle der Germanenverherrlichung der Nazis ist nach 1945 die Germanenverhöhnung getreten. Verfälscht und lächerlich gemacht, feiert hier ein von der Wissenschaft längst widerlegtes Bild vom tumpen, barbarischen, gewalttätigen und wilden Germanen fröhliche Urständ. Der Germane als Karikatur. Das Germanenbild in den bekannten Asterix-Heften. Den keltischen Helden werden die Germanen gegenübergestellt. Mit behörntem Helm und Pickelhaube. In Bärenfelle gekleidet, dümmlich und barbarisch. Ständig stramm stehend. Den ganzen Tag exerzierend. Die Germanen als Verkörperung des deutschen Militarismus. Und schließlich Germanen als Nazis. Die Wissenschaft hat in den letzten Jahrzehnten ein anderes Bild der Germanen zutage gebracht. Ausgrabungen in Skandinavien. Annäherung an die historische Wahrheit. Vor Roskilde in Dänemark werden mit den modernsten Mitteln der Technik Wikinger-Schiffe geborgen.
In Museumsdörfern wie im dänischen Leire oder im Berliner Museumsdorf Düppel wird germanisches Leben nachvollzogen. Jenseits von Germanenkult und Germanenverketzerung entsteht heute das Bild einer großen Völkergruppe, die vom Beginn der Bronzezeit von 1800 vor bis 1100 nach Christus Geschichte gemacht und die ihre Spuren in ganz Europa hinterlassen hat. Von Island bis Sizilien, von Andalusien bis zum Don. Auf Hellas, Rom, Christentum und dem Erbe der Germanen beruht das Selbstverständnis Europas. Die Germanen kämpften um ihre Unabhängigkeit und ihre Freiheit gegen die Herrschaftsansprüche der römischen Weltmacht. Sie zerstörten das Römische Reich, doch zugleich erbauten sie Europa. Mit ihren Staatengründungen zeichneten sie die modernen Nationalstaaten vor: Italien und Spanien, Frankreich und England, Deutschland und Russland nahmen unter Germanenkönigen zum ersten Mal Gestalt an. Die Franken haben im Endstadium der germanischen Geschichte die Idee des Reiches aufgenommen. Ein Versuch, Geist und Kultur Europas in eine politische Form zu bringen. Ein Versuch, den ein Jahrhundert später die Deutschen aufgriffen. Wenn von der großen Vergangenheit unseres Kontinents die Rede ist, wird auch immer von den Germanen zu sprechen sein.